Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute zusammen ein spiegelverkehrtes Vampire the Masquerade V5. Und ja, heute mit dabei Lilio als Dr. Angela Hallöchen. und Kako als Bruce. Nabend. Feramin spielt Samantha. Hallo. Und Rerion heute mit dabei als Ronan. Hey. Jo. Kurz als Erklärung vorneweg, es ist heute alles etwas hoppla hopp. 10 Minuten bevor unser Stream angefangen ist, ist der Araiguma irgendwie mit einem Notruf, Anruf irgendwie abberufen worden. Das heißt, wir mussten sehr schnell entscheiden, was wir irgendwie machen wollen. Und dann ist auch mein Computer noch abgeraucht. Und ja, der hat jetzt erstmal 20 Minuten, dann noch oder 30 sogar gebraucht, bis er wieder intakt war. Und dann mussten wir noch jemanden finden, der für Araiguma einspringt. Gott sei Dank hat der Rerion Zeit heute. Und dann mussten wir noch überlegen, was wir denn jetzt machen, weil eigentlich sind wir ja in einer ziemlich, in einer Szene, wo wir eigentlich nicht weiterspielen können, ohne die vollständige Runde beisammen zu haben. Haben kurz überlegt, ob wir nicht überhaupt nicht spielen, sondern irgendwie ein Q&A oder sowas machen. Aber haben uns dann doch dafür entschieden, dass wir eigentlich spielen wollen. Und ja, deswegen, es wird heute ein bisschen anders vonstatten gehen als geplant. Sehr, sehr spontan. Und ja. Schauen wir mal. Wir werden heute nicht an der gleichen Stelle weiterspielen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, weil das einfach, ja, wie gesagt, so eine Schlüsselpunktszene war, wo wir auch den Araiguma als Herr dringend brauchen. Und deswegen gucken wir heute mal, wie wir versuchen, verschiedene kleine Geschichtchen, die sich so zwischen den Szenen abgespielt haben, ein bisschen zu beleuchten. Und wir lernen heute vielleicht Ronan ein bisschen besser kennen. Die aufmerksamen Viewer dieses Kanals kennen Ronan schon aus dem Partybus One-Shot. Allerdings kennen bestimmt noch nicht alle den Vampir Ronan. Deswegen stellen wir den heute ein bisschen ausführlicher vielleicht sogar vor und haben dann ein bisschen Zeit gewonnen. Genau, und ja, das als kleine Erklärung vorneweg. So, wir befinden uns generell mit dieser Runde im 2018er Bundesstaat Texas, nahe an der Grenze zu Mexiko, in einer kleinen Stadt, die keinen Namen hat, warum auch immer, und es keinen zu interessieren scheint, dass sie keinen Namen hat. Diese Stadt hat mehrere besondere Eigenschaften. Zum Beispiel können Vampire sie, wenn sie einmal sie betreten haben, anscheinend nicht mehr verlassen, zumindest nicht ohne weiteres. Und in der Vampirgesellschaft ist außerdem gerade auch ja, viel los, denn der Prinz der Stadt ist verschwunden oder hat abgedankt oder ja, man weiß es nicht so richtig, zumindest unsere Charaktere wissen es nicht so richtig. Und ja. Gleichzeitig finden in der sterblichen Welt Bürgermeisterwahlen statt, die für die Vampire anscheinend sehr wichtig sind. Und unsere Vampire haben die Aufgabe bekommen, die Bürgermeisterwahl zu beeinflussen, zugunsten des aktuellen amtierenden Bürgermeisters, der wohl der Camarilla sehr nahe steht. Und unsere Vampire haben herausgefunden, dass der Gegenkandidat auch den Vampiren nahe steht, allerdings nicht wirklich den bekannten Vampiren, sondern eher dem Sire von Dr. Angela anscheinend, von dem wir lange nicht wussten, dass er überhaupt noch in der Stadt ist. Und gleichzeitig gibt es auch noch die zweite Inquisition in der Stadt, die eine merkwürdige Verbindung zu haben scheint, ebenfalls zur Vampirgesellschaft. Es gehen Gerüchte rum, dass ja, der Sire von Bruce, die gute Anna, verkauft worden ist an die zweite Inquisition. Und Anna konnte aber fliehen und Bruce erschaffen und ja, sich jetzt ein ruhigeres Leben erhoffen. Während
der Klüngel rund um Samantha die Stadt betreten hat, auf der Suche nach einem heimeligen Zuhause, und sich später herausstellte, Samantha Sire, der zum Klüngel gehört, der gute, jetzt kommt, hab ich einen Namenshänger. Andrew, genau, Entschuldigung. Der gute Andrew war wohl schon mal in dieser Stadt und hat sie auch wieder verlassen können. Allerdings auf nach eigener Angabe nur unter einem sehr großen, oh, da ist jemand weg. Eine sehr großen Last. Nämlich, er hat sich danach das Gedächtnis löschen lassen, um zu vergessen, was er dort erlebt oder erfahren hat. Und der Vampir, der ihm ständig das Gedächtnis löschen muss, weil die Erinnerungen immer wieder hochkommen, ist John Doe, ein weiteres Mitglied des Klüngels von Samantha, zu dem inzwischen auch Dr. Angela gehört. Die ganz gut mit John kann, glaube ich. Ja. Schon. Ja. Letztes Mitglied des Klüngels ist noch ein Nosferatu namens der Dicke, falls ihr den noch nicht gleich irgendwann mal sehen könntet. Genau. Und ich glaube, das ist es so grob. Isaiah, der heute ja nicht dabei sein kann, muss für seinen Clan, hatte von seiner Sire den Auftrag bekommen, die Stadt doch wieder so richtig zum Camarilla-Gebiet zu machen. Denn irgendetwas scheint dort vonstatten zu gehen, was nicht ganz der Camarilla entspricht. Es ist ja auch Isaiahs Entdeckung gewesen. Denn wer mit der zweiten Inquisition irgendwie im Bunde hängt, das kann nicht gut sein. Und ein weiterer Vampir ist irgendwie zu Besuch in der Stadt, ein In- und Export vertreibender Rumäne namens Bonava, der sich Bruce als Pfarrer engagiert hat und Bodyguard oder was wird erst als Callboy, so hat er es irgendwann mal bezeichnet. Panava, eine eigenartige Gestalt, ein rumänischer Vampir, In- und Export vertreibt er und ist anscheinend richtig gut bekannt mit den Tremere der Stadt. Hat auch kurzerhand mal irgendwie ganze Betriebe und Geschäfte in der Stadt aufgekauft und lässt sich die ganze Zeit von Bruce herumfahren und sammelt hobbymäßig Gruselgeschichten. Ja. Und hat ein eigenartiges Interesse für indianische Mode entwickelt in den letzten Folgen. Ja. Soweit, so gut. Das ist unser kleines Städtchen, in dem wir uns befinden. Möchte jemand von euch noch kurz einen generellen Vampire-Disclaimer vorneweg schicken, den wir auch immer brauchen, weil wir spielen ein böses System. Oder soll ich das kurz machen? Ich kann das gerne machen. Wir spielen, wie Koali schon gesagt hat, ein böses Spiel in der World of Darkness. Und dementsprechend werden wir uns auch mit dunkleren Themen befassen. Und vor allen Dingen sind unsere Charaktere selber nicht so die nettesten. Also wir sind keine Helden oder sowas in der Art, keine Good Guys. Deswegen kann es auch mal sein... Außer Bruce, wer weiß wie lange noch, vielleicht auch nicht für ewig. Das heißt, wir machen auch manchmal Dinge, die wir als Spieler aber auf jeden Fall nicht so toll finden und auch irgendwie, ne, die wir halt als Person nie tun würden. Das tun wir halt alles nur als unsere Charaktere in diesem Setting. Und deswegen, ne, denkt nicht, dass wir alle so voll evil wären oder sowas in der Art. Und wir verstehen es auch total, wenn es mal dunkler wird und ihr vielleicht kurz ausschalten wollt. Es gibt genug andere coole Streams, die ihr schauen könnt. Wir nehmen es einfach niemandem übel, wenn es zu viel wird. Ja, dankeschön. Gut. Falls jemand den Partybus-Stream noch nicht gesehen hat, Ronan ist eigentlich eher so in Mexiko unterwegs gewesen, auf der anderen Seite der Grenze. Hat sich ein
Lowlife erkämpft in der dortigen Camarilla. Irgendwie versucht ein bisschen unter dem Radar zu fahren. Allerdings dann einen Auftrag bekommen von der dortigen Camarilla, doch einmal merkwürdige Geschehnisse rund um einen Partybus zu ergründen, der dann irgendwie außer Kontrolle geraten ist und Richtung Grenze oder über die Grenze gefahren ist, just in dieses Städtchen ohne Namen. Was dort mit diesem Bus passiert ist, das lassen wir immer noch ein bisschen in der Schwebe. Und einige von euch wissen vielleicht, dass Jelly ebenfalls, also ein anderer Charakter, der heute nicht da ist, ebenfalls in diesem Bus unterwegs war. Und Ronan ist inzwischen halt auch in dieser Stadt ohne Namen. Ungefähr vor einem halben Jahr mit diesem Bus irgendwie da, ich sag jetzt mal, gecrashed oder keine Ahnung, wie man das sonst nennen soll. Angekommen könnte man es günstig ausdrücken, ja, ohne viel zu verraten. Ja, und wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir gucken heute vielleicht mal ein bisschen speziell auf Ronan rüber. Und und gestrandet könnte man auch sagen. Hier, genau, D-Rex, danke. Was hat Ronan denn in den ersten paar Wochen und Monaten in dieser Stadt halt gemacht? Und wie hat er denn, hat er überhaupt schon erfahren, dass er die Stadt nicht mehr verlassen kann? Das ist eine sehr gute Frage. Also Ronan ist ja von Natur aus furchtbar neugierig. Hm. Und er hat so ein Talent dafür, seine Nase in Dinge zu stecken, die ihn nichts angehen. Ja, vielleicht erklärst du den Zuschauern, die den anderen Stream nicht gesehen haben, nochmal ganz kurz, wie Ronan aussieht, was er so für ein Typ ist. Ich habe jetzt auch kein Clan-Symbol eingeblendet, also vielleicht erklärst du da auch ein bisschen was zu, dann wissen die Leute, worum es geht. Na klar, wenn man Ronan so sieht, ist er in gewisser Weise auffällig unauffällig. Ist von mittlerer Größe und Statur, also eher schlank und sehnig gebaut, trägt bevorzugt dunkelgrau bis schwarz. Allerdings fängt es da schon an. Normalerweise schwarze Jeans, Cowboy-Stiefel in schwarz, schwarzes Hemd, schwarze Weste, allerdings Hosenträger, ganz wichtig. Immer nur so eine alte Aufklappuhr dabei, die so lose halt dann in der Tasche baumelt. Hat gerne noch eine Polizeimarke dabei. Auch wenn er offiziell eigentlich nicht mehr Polizist ist. Trägt einen schönen schwarzen Mafia-Hut und hat sonst, es ist natürlich blass, wie es sich für einen Vampir gehört. War auch vorher schon. Das ist man im Toreador. Hat strahlend grüne Augen. Und was auf jeden Fall auffällt, weil schon aus dem Hemdskragen ist er bis zum Hals hoch tätowiert. Einschließlich der Handrücken und allem. Da fällt er also schon auf. Und er ist ein ganz furchtbarer Kettenraucher. Ja, als Vampir. Ja. Das zu Ronan, wie er aussieht. Sein Verhalten ist normalerweise neutral bis ein bisschen ruppig abweisend. Und er interessiert sich unglaublich für Geheimnisse, Kriminalfälle, weil er früher war Ermittler war. Weil eine Ausbildung zum Profiler, als man ihn auf die andere Seite gezogen hat. Was sind das denn für Tattoos, die Ronan so hat? Ja, das der Kenner würde erkennen, dass es viele Knast-Tattoos sind und Gang-Tattoos. Also einige richtig furchtbar schlecht gestochen, andere richtig gut, dann wieder überstochen und nochmal neu verändert. Und einige scheinen auch gar nicht so recht dazu zu passen. Zu dem also über der Knast-Tätowierung hat er zum Beispiel ein leuchtendes Liebespaar, quasi wie Engel schweben, wo eine Figur aber nachträglich geschwärzt worden ist, ebenso worden ist.
Und einige okkulte Symbole befinden sich auch mittlerweile auf seinem Oberkörper. Und immer mal wieder taucht entweder ein Kobold auf oder ein Kleeblatt versteckt in den Tätowierungen. Was hat denn Ronan generell nach Mexiko vertrieben? Weil Ronan ist jetzt kein mexikanischer Name. Nochmal. Was hat Sorry, du hast. denn Ronan generell nach Mexiko getrieben? Weil das ist ja kein mexikanischer Name. Nee, Ronan ist tatsächlich Ire. Und kam eigentlich ursprünglich mal in die Staaten, um ein besseres Leben zu haben, und machte quasi genau da weiter, weswegen er aus Irland abgehauen ist. Aber er wurde überzeugt, noch ein besseres Leben zu leben, und ja, eigentlich war er normal in den USA unterwegs, allerdings nach seiner Verwandlung, man könnte sagen, sein Erzeuger und er sind sich absolut nicht grün. Das war mehr so ein Notfallding, weil Ronan bei einem Ritualmord auf kainitische Beteiligung gestoßen ist. Und da hat dann sein Erzeuger gesagt, zum Schutz der Maskerade und allem, umbringen fände ich ihn jetzt irgendwie blöd, weil er ziemlich schlau ist und uns quasi fast gefunden hätte. Also machen wir ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Der Pate, ja. Ja, und da sich Ronan extrem gut mit seinem Erzeuger versteht und gemacht hat, sich Verbrecher zu jagen, nur jetzt zum Teil kainitische, hat man ihm dann nahegelegt, relativ doch bald seine Koffer zu packen und sich zu verpissen. Und er dachte, in Mexiko interessiert es keinen, da ist ja eh alles ein bisschen offener und freier, theoretisch. Mit den Drogenkartellen fällt er bestimmt nicht so auf. Ja, war eine tolle Idee. Ja, dann kommen wir mal zu meiner Ausgangsfrage zurück. Hat Ronan schon entdeckt, dass er die Stadt nicht mehr verlassen kann? Früher oder später bestimmt ja, wenn er versucht hat, mal halt woanders hinzufahren. Ja, kurz vor den Chat, wir spielen über Discord und Discord muckt wie in letzter Zeit eigentlich ständig immer noch herum. Wir haben leider keine handelbare Alternative wegen diversen Computerproblemen, die wir eben schon erklärt haben. Deswegen müssen wir mit ein bisschen Robotnik heute wahrscheinlich leben. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm zwischendurch. Ja, falls das jemand sieht, der irgendwie mit Discord irgendwas zu tun hat, bitte fix das doch mal. Das war so gut am Anfang, ja. Also inzwischen ist dieses Videochat-Ding eigentlich fast nicht mehr zu gebrauchen. Das ist traurig. Ja, mach mal was. Alle an Discord schreiben, ja. So. Shitstorm-Unterschriftensammlung. Ja. Was, ihr macht, dass ich zu Skype zurück will. Hallo? Ja. So, off-topic beendet. So. Ja, Ja, ich denke, er wird es mal auf die harte Tour herausgefunden haben. also er wird versucht haben, zurückzukommen. Und ja, siehst du, kaum apropos, ne? Zack, weg. Ja, und dann festgestellt haben, ups. Festgestellt haben, ja, dass, So viel dazu. Genau. Wird festgestellt haben, dass es äußerst weh tut, über die Stadtgrenze zu gehen. Hat vielleicht sogar ein bisschen mehr Schaden davongetragen, hat sich wahrscheinlich gerade so richtig wieder zurückretten können. Hoffentlich ist er nicht mit dem Auto zurückgefahren, das wäre sehr tödlich. Denke ich mal. Und ja. Ja. Was Ja. sind die ersten Schritte von Ronan dann, wenn er merkt, und oh, Scheiße, zurückkomme ich nicht mehr? Aus irgendeinem komischen Grund? Ja, also nachdem er ja auch mit Jelly in Kontakt stand, er hat ja auch ein paar Dinge erklärt, also überhaupt die ganze Chose erklärt, und die wichtigste Regel, halte dich von unseresgleichen fern. Ja, hat sie, glaube ich, beherzigt. Hervorragend befolgt. Naja, ein bisschen. Ja. Und falls dich jemand fragt, du bist ein Keitel. Erzähl nichts über Dünnblütige. Du bist ein Keitel. Ja. Schlimm genug. Ja, aber besser als, ne? Das ist der Teufel Belzebub.
Dann wird Ronan versucht haben, mal Kontakt zu dem Primogen und zum Prinzen und so aufzunehmen. Weil das tut man normalerweise dann, auch wenn ihm dieses Gekriech überhaupt nicht liegt. Aber ja, dann wird Ronan vor 6 Monaten auch Prinz Edo von Vlandern kennengelernt haben. Ein, ja, er war, oder ist Toreador gewesen. Oh, jetzt muss ich ich bin so raus jetzt durch dieses ganze Ding hier. Genau, ein Toreador, der die Stadt regiert. Anscheinend ein sehr, zumindest netter Zeitgenosse, der das irgendwie aus den ersten Gesprächen mit Ronan gewohnt zu sein scheint, dass Vampire in die Stadt kommen. Wenn auch, dass es ihm offensichtlich nicht sonderlich in den Kram passt. Also, ja, du hast halt gesagt, ja, ich wollte eigentlich wieder weg, geht aber nicht. Und dann hat er so ein bisschen mit den Augen gerollt und sagt, ja gut, dann. Hm? Ja. Ronan findet schnell Freunde, das ist so eine seiner besten Eigenschaften. Ja, die Bedingung war halt, solange die Regeln der Camarilla eingehalten werden und keine neuen Vampire hier gezeugt werden, das ist ganz wichtig in dieser Stadt. Ja. Und niemand über diese über diesen Zustand redet und auch keiner Fragen stellt darüber, soll der Aufenthalt genehmigt sein. Aber natürlich, euer Herrlichkeit. Ja, so ungefähr war das. Mhm. Ja, ansonsten ist er eigentlich, also allein deswegen, weil er dich schon einfach so duldet, was er nicht müsste, ist er schon ein sehr netter Zeitgenosse gewesen. Er war auch recht freundlich eigentlich. Bestimmt, aber freundlich. Ja gut, es könnte schlimmer sein. Ja, also du hast schon schlimmere Prinzen erlebt. Mhm. Ja. Ja. Dann wird er halt gefragt haben, wie das ist. Elysium, Jagdgebieten, gibt es hier noch irgendwie versprengte Reste von Anan oder sonstigen, halt sowas. Ne? Ja. Du lernst, dass diese Stadt gänzlich der Camarilla untersteht. Es gibt keine Anarchen, es gibt keinen Sabbat. Und das für Mexiko. Also ja. Quasi in der Nähe. Ne? Genau. Und es gibt auch keine freien Vampire in irgendeiner Art, also unabhängige. Keine Katif, keine Thin Bloods in dieser Stadt. Ja, und ja, du lernst sehr schnell, dass das ja, dass der Sheriff ein Nosferatu ist namens Joe. Du hast ihn noch nicht gesehen. Nosferatu. Ja. allerdings scheinen alle, mit denen du sonst irgendwie so zu tun hast, irgendwie selbst beim Aussprechen des Namens einen heiden Respekt zu haben vor dem. Der Seneschall der Stadt ist eine Clansgenossin von dir, nämlich Veronica Guerrero. Die sich allerdings relativ rar macht. Anscheinend nicht sonderlich viel zu tun haben möchte mit der Politik oder so. Zumindest nicht, was mit Ronan angeht. Ja, das Primogenen-Konzil wird man dir wahrscheinlich auch darlegen. Es gibt eine Ventru in der Stadt namens Sabra Ortiz als Primogen. Mhm. Den Maikavianer Frank Graham. Die Toreador Alan Skillman und der eigentlich für die Bruja bestimmte Platz seit dem großen Clans-Austritt der Bruja gibt es anscheinend auch keine Bruja mehr in der Stadt, weil die verjagt worden sind. Ups. Und der Platz ist nun vakant und wird von einem Vampir namens Malcolm Lacroix inne gehalten und nie, aber es wird dir nicht verraten, zu welchem Clan er gehört. Aber er hat diesen
vakanten Platz pro forma inne, bis jemand anderen ihn beansprucht. Ja, das ist ja recht. Für die Nosferatu ist natürlich ist Joe der Vertreter im Konzil. Die Gangrel haben keinen Platz, weil sie sind ja auch aus der Kamarilla ausgetreten. Ja, das ist ja relativ überschaubar tatsächlich. Ja, und der Edo macht es auch deutlich, dass er es, wenn möglich, so lassen möchte, dass die Vampirgesellschaft in dieser Stadt überschaubar bleibt. Ja. Da bilden die Tremere jetzt quasi die treibende Macht. Mit dir bekannten zwei Personen, ja. Ja, also das ist das, was du die ersten Wochen herauskriegen kannst. Alan Skillman ist übrigens die Toreador Primogen, ist gleichzeitig auch die Harpie der Stadt. Ja. Oh. Und mit der hast du öfters zu tun, weil irgendwie sie sehr dann darauf achtet, dass du angibst, wo du denn unterkommst und dass du gefunden werden kannst und dass man deiner habhaft werden kann, wenn man will und wenn sie dich denn rufen muss und so weiter. Ja. Ja, das werden schöne Gespräche, die werden sehr einsilbig. Ja. Kurz als Erklärung, was eine Harpie ist. Eine Harpie ist quasi die Stimme des Prinzen und ein bisschen so die soziale Komponente der Kamarilla. Das heißt, die ist dafür zuständig, dass das Elysium zusammengerufen wird, dass Partys organisiert werden, dass Zusammenkünfte organisiert werden. Die kümmert sich darum, wenn der Prinz irgendjemanden vorlädt, dass die Leute die Einladung bekommen. Und allgemein wissen die Harpien eigentlich immer, was am besten, was in der Stadt abgeht, weil sie jeden Klatsch und Tratsch halt immer zusammenrufen. Also gefühlt Pressesprecher. Ja, so ein bisschen, ja. Der Pressesprecher des Prinzen. So könnte man die Harpie ganz gut betiteln. Obwohl es Social Media Team. Social Media Team, ja. Aber es ist interessanter auch, Name dafür. Es hat auch einerseits also diesen nach außen Ruf, dieses Rufende nach außen, diesen Aspekt, aber auch halt eine ganz starke innere Event-Charakter. Die Harpie ist die Person oder die dafür zuständig ist, dass sich große Gruppen von Vampiren organisieren und zusammenfinden. Okay. Weil es in der Camarilla-Vampir-Gesellschaft, wo alle Vampire ja darauf achten, irgendwie die Maskerade zu achten und unter dem Radar zu laufen, muss es jemanden geben, der in der Lage ist, die Leute, wenn es denn drauf ankommt, auch zusammenrufen zu können. Und auch Orte zu organisieren, wo Zusammenkünfte nicht von den Menschen gehijackt werden, quasi. Mhm. Das ist die Aufgabe der Harpie. Ja, ist ein Titel neben dem Seneschall. Das Seneschall ist der zweite in der Linie quasi, also die rechte Hand des Prinzen. Und der Sheriff, das ist quasi, ja, sagt er schon ja aus, was ein Sheriff ist. Ein Sheriff. Ja. Ja. Gut. So viel zu Ronan erstmal. Der kann jetzt ja gleich noch mal ein bisschen überlegen, wo er genau rumschnüffelt und was er denn da macht und wo er unterkommt und so. Aber ich lasse ihn da ein bisschen überlegen. Und wir springen noch mal ganz kurz zu Samantha rüber. Denn wir hatten uns vorher kurz überlegt, wo wir jetzt noch so Lücken haben in dem in der Beschreibung, und wir hatten vielleicht eine Möglichkeit, Samantha nochmal ein Gespräch führen zu lassen mit ihrem Sire zwischendurch. Ich habe da so, für mich habe ich die Szene mit der, wo ihr euch im Schlafzimmer unterhalten habt, mit dem Vergissmeinnicht. Die habe ich jetzt gerade noch im Kopf. Vielleicht das, oder wenn du einen anderen Vorschlag hast. Wie gesagt, alles ganz spontan gerade. Ah, ich muss nur kurz überlegen, wo wir da waren. Ja, er hat sich die Blumen dahingestellt
um sich eine Eselsbrücke zu bauen für Dinge, die er nicht vergessen sollte. Genau, und du hattest vorher irgendwie ja angemerkt, ob das so gut ist, dass er sich ständig das Gedächtnis von John löschen lässt, ob er John vertrauen kann damit. Und anscheinend hast du irgendwas in ihm aufgerüttelt, was irgendeinen Zweifel gesät, der vorher nicht da war. Und Pheromen ist leise. Moment, das können wir ein bisschen ändern. Ist es jetzt besser? Ich mach dich einfach mal hier ein bisschen lauter so. Ja, und ja, du hast einen Zweifel gesät in ihm und er hat beschlossen, dass er gewisse Dinge versucht, jetzt sich mit, ja, mit Eintragungen in Büchern oder mit markanten Gegenständen zu versuchen, dass er sich an bestimmte Sachen dann doch erinnert, wo er nicht möchte, dass er die vergisst. So schnell. Ja. Und an was genau soll ich die Vergissmein nicht erinnern? Ich denke an deinen Namen. Du denkst? Dann scheint es aber nicht so gut zu funktionieren. Ich denke, das ist wichtig oder nicht. Welcher Name das ist? Na, Samantha. Ah. Dann kannst du von mir aus noch viel mehr dahinstellen. Der Blumenhändler hatte nur die eine und ich denke, es ist etwas auffällig, wenn ich so viele Blumen dorthin stelle. Immerhin darf John ja noch nichts mitbekommen. Naja, ich meine, du bist der Chef des Klüngels. Wenn du auf einmal Blumen in der Wohnung haben möchtest, ja, kann John ja wohl schlecht was dagegen sagen. Außerdem sind sie hübsch. Das muss man ja lassen. Deswegen ja, die Verbindung passt ganz gut. Ah. Gut, gefällt mir. Ja. Ich weiß aber immer noch nicht, welche Seiteneffekte das haben kann, wenn ich mich an bestimmte Dinge erinnere. Das bleibt wohl nur abzuwarten. Aber du solltest echt aufpassen, dass John die Sache nicht aus Versehen findet. Du meinst meine Notizen? Ja. Hast du einen Vorschlag für ein gutes Versteck? Ich überlege gerade. Ich überlege auch schon, wie ich sicherstellen kann, dass ich nachher denke und überzeugt bin, dass es wirklich meine Notizen sind. Ich weiß nicht, vielleicht solltest du dir irgendeine Art Geheimschrift ausdenken, die nur du dechiffrieren kannst. Oder würdest du dann Gefahr laufen, das auch wieder zu vergessen? Wenn ich die Dechiffrierung vergesse, dann kann ich es auch nicht mehr lesen, ja. Aber deine Handschrift ist doch jetzt eigentlich nicht so leicht zu fälschen, oder? Oder ich meine, welche Sprachen sprichst du noch? Französisch. Ein bisschen Deutsch. Kann John Französisch? Oder Deutsch? Ich glaube, ja. Spanisch spreche ich ganz gut. Und kann John Spanisch? Wir sind schon viel zu lange zusammen unterwegs. Wir haben viel voneinander gelernt. Vielleicht könntest du die Notizen im Auto verstecken. Wo, unterm Sitz? Oder? Weiß ich, wie viele Autoschlüssel haben wir? Zwei? Zwei. Vielleicht können wir sie irgendwo hinten im Kofferraum? Ja, ich glaube, unterm Sitz, da guckt doch jeder nach. Ja. Haben wir ein Reserverad? Noch nie nachgeguckt. Wir haben noch nie eins gebraucht.
Dann sollten wir vielleicht gucken, ob es da irgendwie unter der Verkleidung im Kofferraum eine Möglichkeit gibt, das reinzuschieben. Ich werde nachher mal schauen, ja. Nur sollte dich John dabei nicht sehen. John ist da ein bisschen beschäftigt, gerade mit seiner Wunde und Dr. Angela. Die Frage ist, was beschäftigt ihn mehr, die Wunde oder Dr. Angela? Oder beides. Kannst du dem Dicken gut genug trauen, wenn er das jetzt sehen würde, wo du die Notizen versteckst, dass er John nichts davon sagt? Ich dachte bis jetzt immer, ich könnte John und dem Dicken vertrauen. Immerhin sind wir ein Klüngel. Es wäre eben interessant, wer von den beiden die engere Bindung an dich hat. Oder wie die beiden tatsächlich zueinander stehen. Es ist schwierig, den Dicken einzuschätzen. Er ist ein kein redseliger Charakter. Dann lass uns doch jetzt gleich nach einem Versteck schauen. Dann gehen wir mal nach draußen und schauen, ob wir ein Reserverad haben. Wir können ja sagen, dass wir uns was zu trinken suchen wollen, Gute falls Idee. jemand fragen sollte. Oder einen Spaziergang machen wollen. Gute Idee. Bietet den Arm an. Hacke ich mich doch gerne ein. Ja, und so verlasst ihr. Ja, man fragt auch gar nicht groß nach. Es sei denn, Dr. Angela im Hauptraum, die sich gerade um John kümmert, hat jetzt große Fragen, als du die beiden da aus dem Zimmer kommen siehst und. Nö, ich freue mich, dass die scheinbar sich ausgesprochen haben. Verbringt nur ganz viel Zeit zusammen. Werden wir. In gute Besserung, John. John schaut so über die Schulter von Dr. Angela eure Richtung. Zieht dann so ein bisschen die Augenbrauen zusammen. Was? Nix. Mein Wunde. Claro. Hey, streck dich nicht so. Was hast du davon? Ich hab doch gesagt, du sollst ruhig bleiben. Was habe ich davon, wenn ich den Stalker von Sam verfolge? Ich pull gerade so ein paar von den Splittern, die noch in seiner Seite stecken, raus. So. Na schön. 102. Also nur noch ein paar. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals bei einem noch lebenden und wachen Mann machen darf. Und ich pull so einfach so das nächste raus. Fun Fact, ich lebe nicht mehr. Ja. Fast, fast lebend. Wach bist du trotzdem. Wach. Ja. So knapp. Ich weiß auch nicht, warum er mir nicht den Rest gegeben hatte. Möglichkeit wäre da gewesen. Ja, ich nehme fast an, dass er davon ausgegangen bist, dass du einfach daran stirbst. Also ich bin mir ziemlich sicher, kein normaler Mensch, egal wie schnell da Hilfe gekommen wäre, hätte das überlebt. Also kein lebender Mensch. Das heißt aber auch für uns eine ziemlich gute Sache, dass er nicht weiß, was wir sind. Auf jeden Fall. Obwohl er uns beobachtet. Ah. Also Das. entweder ist er sehr dumm oder es war ihm einfach egal. Vielleicht wollte er, dass du uns davon erzählen kannst. Was für ein kranker Bastard. Weiß nicht, das finde ich schon ein bisschen weit hergeholt. Aber ich weiß auch nicht, ja. Ich habe mich als ja vor der ganzen Sache auch nie damit auseinandergesetzt, was ein Vampir töten kann oder was nicht.
Dementsprechend, vielleicht Feuer, geht der Otto noch Sonnenlicht. mal. Mittlerweile weiß ich das auch, ja, aber ich habe mich halt früher damit einfach nicht auseinandergesetzt. Dementsprechend, vielleicht denkt ein Otto noch mal, Mensch, dass man, wenn man jemanden durchlöchert, er tot ist. Also tot, nicht untot, tot. Als er da in dem ersten Moment vor mir stand, habe ich echt gedacht, es wäre vorbei. Dieser Hat er Dreckskerl war noch echt, irgend... echt ruhig. Ich habe keine Chance gehabt. Ihn dachte, er wäre nicht da, wo er stand. Das ist schon ein bisschen beängstigend, dass er dich so überraschen konnte. Wohin geht ihr denn? Bisschen spazieren, schauen, ob wir was zu trinken finden. Solltet aufpassen, wenn ihr noch da draußen rumschleicht. Das Oh werden ja. wir. Ich bin ja nicht allein unterwegs. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich frage mich nur, was er tut jetzt, wo sein Auto doch auch. Moment, haben wir geguckt, was mit dem Auto danach passiert ist? Nee. Das stand ja noch da. Das stand noch da, ja. Was haben wir danach nie nachgeguckt? Wir können ja einen Blick rauswerfen, bevor wir runtergehen. Ich weiß, dass ich es eingeschlagen hatte. Glaube ich. Du hast einen Lieferwagen. Sein Auto haben wir nicht weiter geachtet. Bist du sicher? War das nicht sein Auto, wohinter ich John gefunden habe? Ich dachte die ganze Zeit, das wäre sein Auto gewesen. Ups. Okay. Gut, dann hat sich das erledigt. Ja, wir sollten darauf achten, ob wir nicht den Wagen, den er gefahren ist, noch sehen können und uns. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er jemanden umbringt und dann einfach da bleibt und weitermacht. Ich meine, was für. Ich meine, er ist ein Psycho, ja, das sehe ich auch komplett ein. Aber. Ist denn das? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Stalker generell so einen kleinen Schuss an der Waffe haben. Haben wir hier irgendwo ein Messer? Ich fange mal an, in den Schubladen zu wühlen. Ist halt ein Hotelzimmer, da werden keine Messer rumliegen. Ich krame in meiner Tasche umher und gebe dir ein Skalpell. Es ist zwar klein, aber es tut weh. Und es ist scharf. Aber für Autoreifen glaube ich nicht ganz so geeignet. Ach, sei dir aber mal nicht so sicher. Die sind wirklich scharf genug. Dann nehme ich es mal mit. Weil wenn sein Auto noch da unten steht, können wir ja theoretisch auch dafür sorgen, dass er nicht mehr weit damit fährt. Oder vielleicht einen bösen Unfall damit hat, wenn die Bremsleitungen kaputt sind. Kennst du dich so gut mit Autos aus? Ich kann zwar fahren, aber ich weiß nicht, ob ich nur eine Bremsleitung zu manipulieren. Man kann ja alles Mögliche mal kaputt machen. Wenn ihr ihn überhaupt findet. Ich hoffe ja eigentlich nicht. Weil ich möchte nicht die Nächste sein, die ein Loch am Bauch hat. Jeden Fall haben wir ihn aufgescheucht und auf jeden Fall wird er nicht loslassen. Entweder habe ich ihn vergrault, was ich nicht denke, aufgrund meiner... Aua! Ah! Mach doch gerade gar nicht. Das war nicht so eine Mimose gerade. Oder er kommt wieder. Vielleicht sollten wir nochmal genauer nachforschen, was es mit diesem Kerl auf sich hat. Ich meine, immerhin wissen wir so seinen Namen. Haben wir versucht, irgendwie Internet-Café-technisch da irgendwie was vielleicht rauszufinden? Nee, oder? Bisher Nein. wissen wir nur das, was wir so wissen. Vielleicht.
Wie gesagt, gibt's hier ein Internetcafé? Haben wir sowas schon gesehen, irgendwie in der Stadt? Ja, in der Oder Stadt wird es vielleicht eine das geben. Bibliothek? Ja. Wird es beides geben. Ja. Ich glaube, wir hatten noch unten einen Rechner, an dem man ran kann. Stimmt, da war was. Aber ich An war die mir jetzt nicht sicher, ob Rezeption. da Internet war. Wahrscheinlich, also, ja. In der Regel Vielleicht. haben die Internet. Ja. Weil ich meine, wenn da so komisch drauf ist, könnte ich mir fast vorstellen, dass der auch anderweitig bekannt sein könnte. Kennst Wir du können denn ja mal nicht schauen. Lea, Sam, von früher? Ich weiß nur, dass der auch immer in dem Club rumhing. Aber ja, der hat mir mal ein paar Drinks spendiert und wollte irgendwie meine Telefonnummer haben. Aber es war nicht mein Typ. Also Andrew lächelt. ich bin da einfach nicht näher drauf eingehen, nicht weiter mit ihm beschäftigt. Ich habe ihn da noch ein paar Mal gesehen, aber ja, ich meine, wenn man einen Stammclub hat, dann sieht man die Leute da eben öfter und dann sieht man auch immer wieder dieselben Gesichter, ohne sich jetzt großartig was dabei zu denken. Sonst ist er mir nicht wirklich aufgefallen in Sacramento oder so. Also keine Ahnung, wann er die Verfolgung tatsächlich aufgenommen hat. Was ist, wenn er von Ihnen ist? Von der Inquisition? Aber müssten die nicht besser wissen? Also, kann mir nicht vorstellen, dass er dann mit einer Schrotflinte auf dich losgegangen wäre. War ziemlich effektiv, wenn du mich fragst. Aber hätte er dich danach nicht irgendwie mitgenommen? Was weiß ich, was in den Kopf von denen Köpfen. vorging. Vielleicht, Ich weiß jetzt nicht, ob sich die Inquisition nicht irgendwie subtileren Mitteln bedienen kann, theoretisch. ich will es gar nicht wissen. Ja, wenn wir es wissen würden, wüssten wir eher, wie man da drumherum arbeiten kann. Nämlich. Wissen wir nicht, deswegen können wir es nicht. Meine, wenn wir wissen, mit was für Mitteln genau sie arbeiten, haben wir halt auf jeden Fall einen Vorteil. Alle Mittel. Ja, aber was genau? Alles. Ich glaube nicht, dass die irgendwelche biogenetisch herangezüchteten Hunde benutzen, die uns erschnüffeln können. Das wäre unter alles drinne. Jetzt, warum biogenetisch? Das müssen nur ganz normale Hunde sein, die daran Vielleicht. gewöhnt sind, Vampirblut zu riechen. Meinst du? Ja? Tiere können eh nicht so sonderlich gut mit uns. Außer mit Gangrel. Ist mir bisher noch nicht so aufgefallen, aber ich Und konnte auch noch Nosferatu nie mit war. Tieren. Wie gesagt, ich konnte noch nie wirklich besonders gut mit Tieren, deswegen ist das halt mir noch nie aufgefallen. Eigentlich sind Hunde oder so Aber ich relativ denke, dann wären sie wahrscheinlich noch erfolgreicher, als sie bisher sind. relativ, also Hunde sind, glaube ich, ziemlich effektiv. Zum Glück wissen die das nicht. Scheinbar. Ich weiß nicht. Aber ganz ehrlich, die Inquisition war hinter Andrew her. Warum sollten sie uns so lange verfolgen, statt uns einfach zu schnappen? Das macht doch keinen Sinn. Weiß es nicht, war ja nur ein Gedanke. Ja, der Gedanke ist nicht schlecht, aber ich sehe die Logik dahinter nicht wirklich. Der müsste dann vor allen Dingen wahrscheinlich alleine arbeiten nicht zusammen mit dem. Gibt's ja also schon seit längerer Zeit ja offensichtlich die Inquisition. Und wenn der euch gefolgt ist erst, heißt es ja, wenn überhaupt, dann wäre der ja neu hier. Oder hat einen Narren an Ich Sam weiß gefressen nicht. und weiß nicht, will sie retten oder so? Also jemand, der vielleicht von der Inquisition überlaufen könnte. Dann wäre es ja fast Ich interessant, ob man formuliere das ins Blaue. ausnutzen.
Ja, nein, das ist schon klar, aber wenn man so wenn das so wäre, könnten wir das vielleicht ausnutzen. Aber da ist halt wieder so dieses Wissen, es macht. Und ja. Alles Wissen es macht. Das ist richtig. Aber ihr lehnt dich wieder zurück. Wir müssen ja endlich weitermachen. Ich habe keine Lust, am Morgen noch dran zu sitzen. So, Immerhin. einmal Zähne zusammenbeißen, der sitzt tief. Wollte schon immer, dass eine Frau in mir rumstochert. Oh, ich habe da so Spielzeuge bei mir in der. Ach, verdammt, das ist noch bei mir in der Wohnung. Ich glaube, wir gehen jetzt besser. Es Wo ist gibt hier Dinge, Lucy? die möchte ich nicht wissen. Viel Spaß euch noch. Ja. Ja, wir können ja mal rüberspringen zu Bruce. Bruce hat uns irgendwie jetzt vor der Session irgendwie am meisten Schwierigkeiten gemacht, glaube ich, um einen Punkt zu finden, wo wir was mit Bruce besprechen können. Wir hatten auch noch gar keine richtige Idee jetzt gehabt, ne? Wo wir mit Bruce nochmal ansetzen können. Eventuell das emotionale Abschiedsgespräch zu Henry Ja. oder das klärende Gespräch nach dem Abend, nach dem ersten Abend mit Jelly. Eine Szene mit Anna will der Lucky Licano. Ja, er will dich leiden sehen. Ja. Ja. Ja, gut. Dann Ja, soll dann es so seid ihr sein. an dem Abend noch mal vor ihr den Umzug habt, genau. Wo Bruce von Jelly jetzt alles erfahren hat. Ja, das wird tatsächlich ja auch ein sehr, sehr langer, sehr, sehr wichtiger Moment für ihn sein, weil er jetzt 4 Jahre, sondern ist noch relativ jung. Mittlerweile unlebens. In diesem schmuddeligen Trailer verbracht hat. Und jetzt so der Weg in die Zukunft für ihn erstmal richtig geebnet wird. Und wenn er dann das, so eine paar Sachen, die er da hat, irgendwie fertig gepackt hat, zusammen mit. Ja, würde er sich einmal kurz nachdrehen. Ich bin einmal kurz draußen, okay? Bist du denn draußen? Klingt komisch, aber irgendwie will ich mich doch noch Henry verabschieden. Vom Prepper? Ich habe den irgendwie lieb gewonnen. Außerdem gab er mir, ja, kam zu Internet. Das hier zeigt ja diesen Revolver vor, von Henry bekommen hat. Irgendwie muss er sich ja schon um mich sorgen. Oder ich bin gleich wieder zu. Danach können wir auch noch mal gerne Spaziergang machen. Ich laufe immer gern mit dir durch die Gegend. Weiß ich. Zwinkert so und geht er durch die Tür. Steckt dann auch erstmal den Revolver wieder irgendwie in so die innere Jackentasche. Man ist zwar Texas, aber dann würde er mal schauen, ob er da ist. Ja, der steht laut krakeelend am Zaun und droht mit einem Stock irgendwie in Richtung von so einem mittelalten Pärchen, die da irgendwie gerade irgendwie Arm in Arm irgendwie durch die Bungalow-Siedlung laufen. Was du jetzt irgendwie, wenn du näher kommst, siehst, das sind zwar zwei Menschen in Kleidern, aber das sind beides Männer. Okay. So war's in aller Öffentlichkeit! Das ist der Beweis, dass sie was ins Wasser tun. Ich sag's euch. Ja, Bruce schaut die beiden Herren dann doch sehr interessiert an. Ja, begutachtet die so, während er dann an denen vorbeigeht und wie macht er denen auch Platz und dann guten Abend. Nicken kurz in deinen Richtung. Abend. Gehen an dir Händchen halten vorbei. Mann, ist nicht bloß Sache. Henry, bitte ein bisschen leiser. Was denn?
Findest du das gut, oder was? Nein, aber man hört... Ach, erzählst du noch, dass du jetzt auch so bist, oder so? Verarschen mich jetzt? Nein, ich bin in Rage. Und das zu Recht. Dann schnapp dir nochmal einen Schluck Whisky, es wird noch schlimmer. Kann ich kurz hochkommen? Codewort. Schwertfisch. Mit PH oder mit F? Natürlich mit PH. Komm rein! So eine doofe Frage. Ja, er macht dieses große Tor, also es ist so ein Jägerzaun. Er hat aber ein großes Tor da dran. Irgendwie mit zigtausend Schlössern. Also man kann eigentlich so bei den Zaun, aber... Ja. Klick, 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 klick. Tor auf. Ja, ich würde dann kurz eintreten. Würde mich einmal umschauen, weil oft war jetzt Bruce auch noch nicht hinter dieser Tor. So. Schaut sich so die ganzen Schlösser an. Denkt sich so, kriegt schon das eine an seiner Tür nicht auf. Deswegen. Henry, ich will es gar nicht so lang machen. Ich, Nicht auf den Rasen treten, bitte. Bruce zuckt so im letzten Moment. Ich hab da was vergraben, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Gegen die Jugendlichen. Die werden sich freuen, wenn sie das nächste Mal kommen. Ich will... Henry, du weißt ja, ich kam vor 4 Jahren ungefähr hierher. Und, ja, bester Nachbar. Du warst der Einzige, der mir jemals Whisky mitgebracht hat. Du der Erste, der mir eine Waffe gegeben hat. Ja, mein Gott, du bist hier in Texas ohne Waffe. Das ist Nächstenliebe. Das ist das, was unser Herr uns vorschreibt. Hör mal, das finde ich aber überhaupt nicht Du kamst ja nicht hier aus diesem Land, ne? Nee. Wir haben alle das Recht, eine Waffe zu tragen, auch wenn sie uns das wegnehmen wollen. Da hast du auch vollkommen recht. Also, danke nochmal dafür. Ich hole den so raus und fuch mit ihm so. Danke nochmal dafür. Kein Problem. Naja, es geht darum, ich habe ja damals schon gesagt, ich wollte eigentlich nicht so lange hierbleiben und naja, es sind noch die 4 Jahre geworden, aber wie es ausschaut, habe ich bald eine neue Bude. Du gehst weg. Bruce nickt so. Ja. Lässt mich mit den Wagners alleine hier. Ach, Henry, ich... Soll ich jetzt anderes sagen? Ja. Ich hatte das doch schon mal erklärt, dass das ja eigentlich nur so das Auffangbecken für mich ist und dass ich aber nicht weiter möchte und so und das sich jetzt sehr spontan ergeben. Ich war mittlerweile für so einen reinen Pinkel. Ja, hab ich gesehen. Eine Limousine. Mit so einer schicken Uniform. Du musst übrigens aufpassen, wenn du nicht gesehen werden willst. Also, das war ziemlich einfach. Okay, warum? Naja, mit einem Fernglas kann man dir ziemlich weit hinterher gucken, bis du aus der Siedlung raus bist. Ah. Das war ich. Ich bin jetzt von keiner. Wahrscheinlich die. Naja, der hat mir für eine Woche Arbeit viel Geld gegeben. Deswegen konnte ich mir jetzt spontan eine kleine Wohnung leisten im Stadtmitte, in der Nähe. Also ist quasi am anderen Ende der Stadt. Anderen Ende der Stadt? Ja. Du bist jetzt auch einer von diesen reichen Pinkeln. Nee. Nein, also er bezahlt auch nur die Wohnung. Also wird danach wohl wieder Taxi fahren, glaube ich. Wenn der wieder weg ist, also ich weiß nicht. Und wie willst du die laufenden Kosten bezahlen? Ja, ich arbeite ja dann wieder ganz normal. Das wird sich irgendwie, kriege ich irgendwie hin.
Aber muss ja jetzt auch ein Maul mehr stopfen, nicht wahr? Ja. Ja, da hast du recht. Aber dafür arbeite ich ja dann gerne mehr, das ganze Essen zu besorgen und so. Verstehe. Ja. Du, Henry, ich wollte eigentlich, weil. Also ich bin ehrlich, ich bin nicht so mit Waffen und so. Das war gemeint, aber ich glaube, ich kann selber auf mich aufpassen und weiß nicht. Du willst eine größere. Kein Problem, warte. Geht irgendwie rein, zieht dann quietschend die Tür hinter sich zu. Bruce steht da so wie angewurzelt, so. Willst du ein bisschen verlorener? So nach links. Warte dann, bis er wiederkommt. Kommt wieder mit so einem kleinen Koffer. Also nicht, Henry, jetzt nicht so großer, aber so. Henry, was ist da drin? Sagen wir mal so, für meinen besten Freund nur das Beste. Bruce schluckt einmal so. Weißt du, ich habe die von meinem Papa gekriegt. Und da ich ja keine Kinder habe und du jetzt ja vielleicht welche zeugst demnächst in einem Nobelviertel, dachte ich, ja. Und da wir ja so gut sind, vielleicht führst du meine Familientradition weiter. Eine Familientradition? Ich mach doch mal den Koffer auf. Ja, da ist so ein alter Trommelrevolver drin, also so ein großkalibriger alter Trommelrevolver. So aus, ja. Sieht ein bisschen aus wie aus der Wildwestzeit noch, richtig. So eine, ich weiß nicht, kenne mich da nicht so aus, aber. Henry, was ist das für eine Tradition? Na, ich hab die von meinem Papa gekriegt. Und der von seinem Vater. Ach so, ich dachte, ihr habt damit auf, was weiß ich, Indianer geschossen oder. Natürlich! Du musst es vollkommen. Okay. Du, wenn ich einen Jungen hab, dann. Aber nur auf die Illegalen. Wichtig. Die Illegalen sind natürlich okay. Ja, ich fass dann wieder zu, so ganz. Wusstest du, dass sie in Reservate stecken inzwischen? Alles die Regierung, weißt du, sie sperren die einzigen Menschen, die noch Freiheitswillen haben, alle in so Reservate. Das ist irgendwie schon tragisch. Wenn nicht echten Amerikaner werden Reservate gesteckt und die. Das ist richtig, verdammt richtig. Die einzig richtigen Amerikaner werden alle in Reservate geschickt. Aber ich lasse mich hier nicht vertreiben. Henry, das ist auch richtig so. Und mach weiter so. Wenn nochmal so Leute vom Gesundheitsamt kommen, dann verpasst nochmal einen Warnschuss von mir. Mit. Ja. Also, ja, zwei sind natürlich vier, aber. Nur wenn die meinen Grund und Boden betreten. Dann ist es auch legal. Richtig. Das sowieso. Richtig. Aber ich weiß auch nicht, warum du die bei dir reingelassen hast. Du bist zu nett, Bruce. Bist zu nett. Ich weiß. Aber wir haben ja nichts gefunden, ist ja alles noch gut genug gelaufen. Also nimm das Ding mit und warte, ich hatte noch was für dich hier. Hier. So ein Hut. Gibt er dir so einen Cowboy-Hut? Ja, ich nimm den so. Der ist innen komplett mit Alufolie beklebt. Oh! Schick! Also, ne, er hält den zuerst so mit der Außenseite nach vorne, schaut sich den an. Also, echt nicht schlecht, und dreht ihn dann so nach innen und. Oh. Unauffälliger, weißt du? Ich verstehe, Henry. Du. Wegen dem Gesundheitsamt. Die sind hier letztes Mal durchgefahren mit so einem Wagen mit einer großen Antenne auf dem Dach. Ich sag's dir, die haben irgendwas gemacht hier. Sind die letztes Mal durchgekommen? Ja. Warte, den habe ich gar nicht mitbekommen. Gestern. Haben gedacht, ich erkenne diesen alten VW-Wagen nicht, aber
Und mit einer man konnte das Nummernschild in Primzahlen zerlegen und durch 7 teilen. Das ist ein eindeutiges Zeichen für Regierungswagen. Bruce ist damit ein wenig überfordert. So. Ja, habe ich. Hast du auch von gehört? Okay. Okay, gut. Und die sind mit einer Antenne auf dem Dach hier rumgefahren. Mit einer extra großen Antenne. So? So groß? Mhm. Aber sind die irgendwo gehalten? Nicht wieder mal im Trailer, oder? Die sind ja nicht blöd. Das stimmt, das kann man dir nie vorwerfen. Nein, die sind schlau. Aber wir sind schlauer, nicht wahr? Absolut! Und er macht ihm so eine Ghetto-Faust. Henry, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das freut mich wirklich. Und er hat so diesen Koffer in der Hand, den Hut so unterm Arm geklemmt. Kommst mich mal besuchen, oder? Ja, klar. Ich hab sonst keinen, mit dem ich hier ein Bier trinken kann. Klar, gerne. Oder, na, du bleibst ja mal hier. Jetzt hätte ich gesagt, kommst du ins Carnies, aber. Nein, das ist mir zu weit weg. Naja, ich müsste mit dem Bus fahren. Du weißt ja, wer mit dem Bus fährt, kriegt diese Registrierungscodes. Eingebrannt, ich weiß. Also, ich laufe da auch nur noch hin. Stunde laufen, das ist alles wert. Ja. Ja, halt bloß den Koffer nochmal abstellen und den Hut so drauflegen, dann. So, ich muss weiter packen. Soll ich dir helfen? Frau, warte. Na, alles gut, wir sind bald fertig. Ich habe ja nicht viel. Ich habe ja nicht so viel wie du. Das ist der Fehler, das habe ich immer gesagt. Habt ihr wenigstens einen Bunker im neuen Haus? Ja, Keller. Der Bunker gut, sehr rein. Gut. Keller ist ein guter Start. Vernünftige Schlösser. Hast du da einen Tipp für mich? Also, wenn du eins von den neuen hier empfehlen könntest, machst du diese. Ja. Ich müsste irgendwo noch welche alte haben. Warte mal. Geht wieder rein. Wieder quietsch, quietsch. Dann hast du den Kramen. Klassisches Einzugsstarterpaket. Ja. Drück dir dann so zwei Vorhänge, dicke Vorhängerschlösser in die Hand. Du bist ein Scheiß. Was hätte ich. Ich meine, ich wäre verloren ja gewesen, ganz ehrlich. Guckt sich diese massiven Schlösser an. Ich tue mir die eben. Stecken mir die so in die Tasche. Na, geht. Henry, ich muss jetzt wieder. Ich habe eine Frage, Bruce. Bitte, bitte. Habt ihr, also du und die Frau, irgendwie. Naja, seid ihr anders als andere? Henry, das ist eine doofe Frage. Natürlich sind wir anders als andere. Du hast mich doch aufgeklärt mit den Regierungssachen und so. Ja, nicht so anders. Willst du sagen, wie die beiden Hände da vorne? Nein. Obwohl es aber nicht schlimm wäre. Seit ein paar Wochen, also eigentlich seit die Tussi aufgetaucht ist, gehst du nicht mehr am Tage arbeiten, so viel wie früher, hast du mal so eine Tagschicht zwischendurch gehabt. Stimmt. Und ihr habt neue Vorhänge. Diese Blickdichten. Du hast irgendwas noch dahinter geklemmt, glaube ich. Ich konnte nicht durchgucken wie früher. Das war aber vor allem wegen dem Gesundheitsamt. Damit ich auch nicht mehr durchgucken könnte. Ja. Nee, das mit den Nachbarn stimmt. Ich habe das geändert, als sie kam. Nur damit wir halt den Nächte mal haben. Schlafe ich jetzt immer tagsüber dann so ungefähr bis. Ist immer so. Schlafe ja immer so mit dem Sonnenaufgang. Und Sonnenuntergang und so. Habe ich meinen Zyklus so ein bisschen. Vielleicht liegt das an dem. Bruce will so gespielt so ein bisschen verdutzt schauen. So.
Nichts an dem Wasser. Du hast vorhin irgendwas mit dem Wasser gesagt. Ja, ja, hier, die Tuki ist da. Was? Die tun was ins Wasser, dann, damit die Männer nicht mehr Männer sind, weißt du? Deswegen trinke ich auch nur noch mein eigenes Wasser. Ich habe dahin noch eine Filteranlage gebaut, musst du wissen. Henry, was hast du für Beruf früher gemacht? Warum kannst du das alles? Ja, es gibt Bücher. Da kann man das alles drin nachlesen. Internet ist zu gefährlich, sage ich dir. Internet ist echt gefährlich. Das habe ich auch schon gehört, ja. Ja. Ich habe auch alles, was ich früher hatte, mal gelöscht. So, wenn es eine Schwur braucht, nicht. Ja. Aber wie gesagt, geht's wirklich los. Wir wollen jetzt nachher los. Aber mach's gut, Bruce. Ich würde nochmal so die Hand dann entgegenstrecken. Trink das erste Bier auf mich. Mach ich. Und wenn ihr den Nachwuchs kriegt, ne? Henry ist ein guter Name. Henry ist auch einer der besten Namen, glaube ich. Ich komme auch zur Taufe. Wenn die außerhalb ist? Ich finde einen Weg. Das weiß ich ganz. Ich freue mich so für dich. Ja, ja, dann fasse ich ihm so an die Schulter. Dank der Henry, Mann. Dann will ich ihn noch einmal so komm, drücken. Dann ja, drück dich. Wir sehen uns. Mach's gut. Und ich passe auf deinen Wagen auf, nicht, dass sie den nachher an die Tuckis verkaufen. Da bitte ich drum. Da bitte ich. Ja. Laufen wir bestimmt schon, weil die gehört haben, dass du ausziehst. So. Das will ja wirklich keiner hoffen. Nein. Nein. Dreht so ein bisschen die Augen so. Eher jage ich den in die Luft. Ja, gut. Und das ist der Moment, wo er dann geht. Sehr schön. Nimmt dann so den Koffer und die Schlösser und den Aluhut. Den schönen Aluhut. Ja. Nimmt dann so unter den Arm und dann zum Lager die Tür aufmachen. Ja, mach dir die Tür auf. Dann setze ich mir so den Hut auf und mache dann so diese Howdy-Geste. Geh mal wieder in die Sonne, Bruce. Du bist ein bisschen blass in letzter Zeit. Mach's gut. Ja, gute Idee. Oder nicht so viel Leitungswasser trinken. In dem Moment dreht sich Bruce so weg und schüttelt so den Kopf mal so. Ja. Sehr schöne Szene. Ja, fand ich auch, Lucky Lucano, ja. Ja, schalten wir wieder zu Ronan. Und zwar ein bisschen näher an die Jetztzeit. Eben war das ja noch relativ allgemein gehalten. Ja, was hat Ronan denn in den 6 Monaten sonst so? Also wo ist er untergekommen und wie hat er sich versucht, irgendwie einzufinden? Ronan ist ja ein furchtbares Gewohnheitstier. Und der kommt auch nicht so gut aus seiner Haut raus. Das heißt, der wird sich, der wird mehrere Streifzüge unternommen haben, sich so ein bisschen mal das Lokalkolorit angesehen haben, auch die Unterwelt quasi. Gucken, ob es hier vielleicht zufälligerweise auch ein paar Iren gibt, weil Iren gibt es ja überall. Ja. Wird mit denen dann so ein bisschen versucht haben, ins Gespräch zu kommen, so ein bisschen als quasi lokale Informationsquelle. Er wird so eine kleine, semi-private Detektei vermutlich aufgemacht haben. Also eine Nachtdetektei. Das heißt, wenn irgendwo die Leute da halt besoffen sagen, hey, meine Tochter ist verschwunden, die ist mit dem und dem Typen mitgegangen, der ist irgendwie gruselig, dann kümmert sich der Ronan drum und versucht dann mal, also quasi normalen Beruf nachzugehen. Das ist eine schöne Sache, weil dann haken wir da jetzt mal kurz ein, weil eines Abends tatsächlich ist an deiner Detektei-Tür klopft.
Messi? Achso, ich habe ja keine Angestellten. Ja. Geht halt aus diesem Winz-Ding. Man kann sich das so vorstellen, das ist quasi. Vorne hat er einen Empfangsflur, etwa 2 Quadratmeter, mit einem Stuhl. Und dann schließt da direkt sein Büro an, also sein Schreibtisch, Aktenordner und so weiter. Und direkt quasi dahinter ist ein Zimmer, wo er schläft. Das ist ja, so. Also ähnlich wie das Büro von Isaiah. Ja, genau. Nur auf jeden Fall in einer nicht ganz so vornehmen Ecke. Also auch eher so da, wo halt die breite Masse eigentlich ist. Ja. Ja, die Dame, die nach deinem Herein eintritt, ist, passt so irgendwie gar nicht in die Gesellschaft gerade rein. Ja, sie wirkt etwas besser angezogen, eher etwas feiner. Eine alte Frau, würdest du sagen, um die 70, 80. Sehr stark geschminkt. Versucht wohl mit aller Kraft den Alterungsprozess aufzuhalten. Wenn du einatmest, riechst du auch eine sehr starke Parfumspur. Und ja, sehr edel gekleidet schleitet. Ist das hier der Privatdetektiv? Natürlich, Miss. O'Connor Investigations. O'Connor, genau. Ja. Kommen Sie da rein. Vielen Dank. Ja, schaut sich so den Stuhl an, überlegt dann kurz, ob sie sich hinsetzen soll. Ja, setzt sich dann. Mein Name ist Wallace. Möchten Sie was zu trinken, Mrs. Wallace? Ein Wasser, bitte. Kramt so ein bisschen in ihrer, also sie wirkt etwas aufgelöst und kramt so ein Taschentuch aus ihrer Handtasche, die mit so einem lauten Klick wieder zugeht. Tupft sich dann so ein bisschen so unter den Augen mit einem Taschentuch aus Stoff. Der Warden reicht dir das Wasser. Miss Wallace. Ja. Ich kann sehen, Ihnen liegt etwas schwer auf der Seele. Wie kann ich denn behilflich sein? Also. Die Polizei, nicht wahr? Sie möchte nicht. Vor ein paar Tagen ist meiner Schwiegertochter und meinem Sohn etwas passiert. Müssen Sie wissen. Und die Polizei weiß nicht, die tut nichts. Inwiefern denn passiert? Ja, also meine Schwiegertochter ist wohl verstorben. Und mein... Verstorben. Ja, und mein Sohn ist... komisch. Also, ja, das ist nicht gut aufgefasst, wenn Sie verstehen, was ich meine. Er geht nicht mehr zur Arbeit, er geht nicht mehr raus. Er igelt sich ein. Ja. Was ist denn mit Ihrer Schwiegertochter passiert? Spricht nicht mal mit mir oder meinem Mann. Hatten Sie denn immer ein gutes Verhältnis zueinander? Immer. Aha. Das ist mein Ein und Alles. Steckt tatsächlich so einen altmodischen Block auf, nimmt einen Bleistift und notiert sich das. Ich verstehe das nicht, warum man einen Todesfall nicht weiter untersucht. Die Polizei meint, es wäre eine Krankheit gewesen. Ich habe das nicht genau verstanden. Ich kenne mich mit diesem Mediziner-Englisch nicht aus. Haben mich abgewiesen, meinten, es wäre alles seine Richtigkeit. Und mein Mann war auch mal da und den haben sie auch weggeschickt. Meinten, es wäre alles in Ordnung. Und jetzt nach der Beerdigung, als ich den Sarg runterfahren sehe, ich dachte mir, das ist nicht richtig. Was hat die Polizei Ihnen überhaupt gesagt?
Naja, dass sie nicht viel zu untersuchen hätten. Es wäre halt eine Krankheit gewesen. Aber sie war nicht krank. Ich sag Ihnen, sie war nie krank. Sie war in bester Gesundheit. Das weiß ich ganz genau, weil mein Sohn nämlich eigentlich vorhatte, Kinder zu zeugen. Und dann haben die sich beide untersuchen lassen. Erst letzt. Vor ein paar Monaten. Die waren kerngesund. Alle beide. Hat Ihr Sohn irgendwas darüber erzählt? Nein, er spricht so gut wie gar nichts mehr. Er schaut nur noch leer in die Gegend. Musste ihn einweisen lassen. Nach der Beerdigung. Er wollte gerade so einen Schluck von seinem Whisky nehmen, dann stellt er das Glas wieder weg. So ein bisschen fahrig. Einweisen? Ja, sie haben noch keinen Platz in der Klinik in der Nachbarstadt. Ich habe erstmal einen guten Freund von uns, er ist Psychologe, gebeten, sich um ihn zu kümmern. Aber er meint auch, es wäre besser, wenn er in ein Krankenhaus kommt. Denken Sie, es gefährdet sich, was anzutun? Vielleicht, ich weiß es nicht. Er ist so ganz anders als früher. Wie kann ich Ihnen denn jetzt genau behilflich sein, Miss? Ich möchte, dass das untersucht wird, was da passiert ist. Haben Sie zufällig den Namen des ermittelnden Officers? Ja, den habe ich mir aufgeschrieben. Warten Sie, die Handtasche geht wieder mit einem Klick auf. Josephine Neely. Neely. Und ihre Schwiegertochter, wie hieß die? Na, auch Wallace. Oder wollten Sie den Vornamen wissen? Genau. Audrey. Und Ihr Sohn mit Vornamen? Mein Sohn heißt Rick. Rick. Der Gute. Wo wohnt er denn zurzeit? Momentan ist er bei mir. Kann ihn ja nicht alleine so in diesem Zustand. Ich denke, ich werde erstmal mit den. Die beiden wohnten in diesem Neubauviertel. Dieses gehobene. Hat er gerade eine Beförderung bekommen, müssen Sie wissen. Eine Beförderung? Ja. Er ist Banker. Ah. Ein Mann des Geldes. Ja. Ich guck mal so auf die Handtasche. Da sind Sie bestimmt sehr stolz auf ihn. Ja. Naja, tragische Geschichte. Und ich möchte, dass das aufgeklärt wird. Das kann nicht sein. Da steckt irgendwas dahinter. Vielleicht die Mafia oder so. War er denn in irgendwelche krummen Sachen verwickelt, von denen Sie wüssten oder mal was gehört haben? Natürlich nicht. Mein Sohn macht doch keine krummen Geschäfte. Natürlich, natürlich. Völlig klar. Geistige Notiz. Reicher Pinkel hat nie irgendwelche krummen Sachen laufen. Gut. Und von der Polizei ist der Fall abgeschlossen. Ja, die haben da gar nicht groß rumgesucht. Da fällt eine gesunde Frau von einer Nacht auf den nächsten Tag einfach so um. Und keiner macht was. Und mehr haben die ihnen nicht zugetragen. Also. Nein, die erzählen mir nichts. Ich war ja auch sehr mit meinem Sohn beschäftigt. Ich denke, ich werde mal zuerst mit dem ermittelnden Officer sprechen, mal gucken, ob mir etwas sagt. Ich habe ja immerhin eine Lizenz. Er grinst so rüber zu seinem Zertifikat an der Wand. Schön gefälscht, aber funktioniert.
Ja. Nun, Sie haben ja ein Anrecht darauf zu wissen, was mit der Dame passiert ist. Es betrifft ja quasi Ihre Familie. Richtig. Und ich dachte mir, wenn schon, dann ein ordentlicher Europäer könnte das untersuchen. So wie Sie. Ah. Ja, also ordentlich bin ich auf jeden Fall. Ja, sie schaut sich so um. Ob sein Aschenbecher wohl so einen Stapel rausquillt, so ein Stapel Zigarettenstummel liegt. Gut, ich werde mich mal darum kümmern. Kommen wir zum leidlichen Thema des Honorars. Ja. Was verlangen Sie denn für so eine Aufklärung? Und wie lange dauert sowas eigentlich? Das ist die Frage. Ich erhebe normalerweise eine Pauschale und falls es dann länger dauert als angenommen, würden wir nochmal korrespondieren. Oder ja, falls. Ich kann Ihnen meine Karte geben, warten Sie. Mhm. Gib dir eine Karte. Mhm. Pauschalveranschläge ich bei einer Routineuntersuchung, so wie es erstmal aussieht, veranschläge ich normalerweise eine Woche. Mhm. Sagen wir 200 Dollar. Zieht so eine Augenbraue hoch. Das sollte kein Problem sein. Im Voraus? Die Hälfte im Voraus, die Hälfte nach Erledigung. Ja. Holst du aus der Handtasche so eine Geldklammer mit so einem Bündel Geldscheine raus, nimmt einen Geldschein davon und legt ihn auf den Tisch. Die Iren gelten doch als besonders sparsam, Zwinker. Ja. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück und klären Sie das auf, das ist unmöglich. Absolut, da gebe ich Ihnen völlig recht. So eine schlampige Arbeit von der Polizei, die hat bestimmt nur keine Lust. Genau, das denke ich auch. Tja, wird sie dann zur Tür begleiten? Mhm. Ich melde mich. Hoffentlich schnell. Halten Sie mich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das werde ich. Einen schönen Abend, Miss Wallace. Schönen Abend. So. Wohin schießt er die Tür hinter ihr, schüttelt den Kopf. Wow. Das war die dickste Geldklammer, die ich jemals gesehen habe. Geht halt so um den Schreibtisch rum, nimmt den 100-Dollar-Schein, macht die Schublade auf, lässt den so einfach reinfallen. Oder so ein 10er liegt, ein 20er, alles so klein Schrebbels. Ja. Gut. Dann wird's wohl Zeit für einen Besuch. Ja. Kannst ja mal würfeln auf Investigation und ja, kommt drauf an, wie du das Ganze jetzt machst. Also er spielt ja mit offenen Karten, weil mit Lügen kommt man da auch nicht weit. Deshalb der Detail, die es um den Fall geht und der braucht Informationen und mach mal Intelligence und Investigation. Intelligence und Investigation. Wenn du da halt für deine Detektivarbeit Spezialisierung hast, kannst du die natürlich benutzen. So. Spezialisierung war ein automatischer oder ein Würfel? Nee, sind extra Würfel, zwei Stück. Oder einer, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, es wären zwei. Das zwei bis war jemand Versuch. Was anderes behauptet, sind es zwei. Okay. Und wenn es nur einer ist, gebe ich dir einen Bonuswürfel, weil du Ronin bist. Für heute.
Boah, das wären 4. Ja, Moment. Ups. Da sind sie. 4 Qualitätserfolge, ja. Ja. Ja, du findest sehr schnell heraus, dass in der Tat die Ermittlung davon, von dem Fall, von höchster Ebene irgendwie unterbrochen wurde. Also, dass nicht weiter ermittelt wurde, weil das von höchster Ebene, was dich sofort alarmiert, weil du die Vorgehensweise kennst. Ja. Frage ist halt, machst du da jetzt noch weiter an der Stelle? Oder? Ja, klar. Wenn dann, ich bohre, dann bohre ich richtig. Dann kommst du durch einige zwielichtige Aktionen natürlich auch noch an die medizinische Akte. Siehst, dass die Frau an Blutverlust gestorben ist. Ach, wie überraschend. Ja. Und dass das aber im offiziellen Report als Herzinfarkt aber versehen ist. Also ich vergleiche mal so Todeszeitpunkt und feststellen, also ob es da irgendwie eine Diskrepanz gibt. Weil wenn jemanden aussaugt, komplett. Es muss wohl irgendwann kurz vor Sonnenaufgang passiert sein. Wenn man den Berichten des Augenzeugens, der jetzt ein bisschen gaga zu sein scheint, glauben darf. Der Augenzeuge, okay. Mhm. Wer war denn der Augenzeuge? Ja, der Mann. Ach so. Der jetzt toll. Da komme ich wohl nicht drum herum. Er erzählte irgendwas von Einbrecher und Gewalttäter. Ja, da werde ich wohl mit ihm reden müssen. Und wieder läuft irgend so ein Spacko durch die Nacht, macht Scheiße. Und wer darf diesen Mist wieder ausbaden? Ich. Eigentlich bin ich deswegen abgehauen. Ja, also wenn du dich mit ihm unterhalten willst, er ist tatsächlich, wir müssen das auf der Zeit ein bisschen abkürzen. Mhm. Er ist tatsächlich sehr lethargisch, schaut meiste Zeit an dir vorbei oder durch dich durch. Sehr trübe Augen. erzählt eigentlich kaum was und richtig, also es ist unglaublich schwer, was aus ihm rauszukriegen. Du kannst auch hier nochmal einen Test würfeln, wie viel du aus ihm rauskriegst. Ja. Vielleicht machen wir da mal, was könnte man da, Empathie und Charisma machen. Wo ist denn Empathie? Bin ich blind? Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich hatte eben. Siehst du nämlich nicht. Oder Insight, das wird es auf jeden Fall geben. Insight und Witz, sagst du, oder was? Charisma. Charisma, okay. Mhm. Ein weniger geht auch. So. Ja. Ronan findet das sehr anstrengend. Ja, kannst wie viel Hunger hast du? Wahrscheinlich einen nur, nehme ich mal an. Dann kannst du rerollen, wenn du magst, für Willpower. 3 Würfel rerollen. Stimmt, das ist eigentlich eine Idee. Dann tue ich das mal. Wow. Macht's nicht besser. Wow. Ich werde genervt und hungrig. Ja, also dann kriegst du eine Information aus ihm raus, während du da lange mit ihm diskutierst. Frage ist halt, ich dir jetzt stelle halt, welche Information möchtest du unbedingt bekommen? Gut, also mir ist klar, dass er beobachtet hat, wie jemand wahrscheinlich eingebrochen ist und sie ausgesaugt hat. Mhm. Ron ist jetzt nicht ganz klar, warum der Typ ihn am Leben gelassen hat, weil das ist doppelt schlampig. Mhm. Aber er würde versuchen, eine Beschreibung von der Person zu bekommen. Okay, ja, die sollst du bekommen. Das scheint wohl so wie er es beschreibt, reich aussehender Mann gewesen zu sein. Mit Handschuhen sogar und teuren Manschettenknöpfen.
Also er beschreibt dir das relativ vage. Ja. Aber so die Details, irgendwie er hat Handschuhe angehabt, das kann man. Und dieses Standesabzeichen. Isaiah hatte immer diese Medaillons an, ne? Also diese Löwen oder was er da immer hatte, ne? Das kann er dir beschreiben. Also sehr auf ellige Symbolik. Ja. Würde nicht jeder tragen. Nur so. Das ist richtig, ja. Vor allen Dingen auch vom Kleidungsstil her soll er ja irgendwie, also kein 0815 Straßenräuber oder sonst irgendwie auch keiner, der kein Einbrecher, der es drauf angelegt hat, irgendwie dunkler Kleidung irgendwie jetzt irgendwie zu überfallen oder so, sondern halt eher ein feinerer Herr. Aber Gesicht konnte mir nicht beschreiben. Gesicht ist er relativ vage, hat er schlecht gesehen. Er meinte, er hatte irgendwie einen wahnsinnigen Blick. Er wirkte wie der Teufel. Ohne bekreuzigt sich. Instinktiv, reflexartig. Ich werde mich drum kümmern. Patsch, patsch, patsch. Also Ronan ist sich auch ziemlich sicher, der hat irgendwas, also der hat gelitten, der ja. Blabbert auch immer wieder was vom Teufel, der seine Frau geholt hat und hat er nicht ganz unrecht. Ja, überleg gerade, was Ronan dann den Eltern mitteilt. Ich glaube, der spinnt eine ziemlich hanebüchene Lüge. Ja. Das tatsächlich von höherer Stelle, noch besser, es wurde von höherer Stelle was tatsächlich das gestoppt, vermutlich auf Bundesebene. Mhm. Weil der Verdächtige wohl tatsächlich im Milieu zu suchen ist und eine bekannte Größe darstellt und sie eine Taskforce auf ihn angesetzt haben. Mhm. Und das käme dann mit in die Verurteilung rein. Mhm. Und sie entschuldigen sich dafür, dass sie das nicht weitergeben durften, aber FBI. Ja. Manipulation und Persuasion. Meine besten Werte. Manipulation und Persuasion. Du kannst dein inneres Tier reizen, um einen extra Würfel zu generieren. Ne? Wenn du magst. Du hast jetzt einen Erfolg. Ja, ich habe eh nur zwei Würfel. Ja, wie gesagt, kannst du einen extra Würfel generieren, indem du dein inneres Tier reizt. Da muss ich einen Rouse-Check machen, oder? Mhm. Einen W10 würfeln. Bei 6 plus passiert nichts. Und ja, passiert nichts. Und ja. Du kriegst halt den extra Würfel. Das heißt, du kannst nochmal würfeln. Nochmal. Also den extra Würfel kriegst du immer, egal was, ne? Aber ja. Das war jetzt eben, ob dein Hunger steigt oder nicht. Jetzt kannst jetzt noch einen Würfel würfeln, ne? Genau. Und dann könntest du noch Willpower ausgeben. Nochmal. Genau. Und den einen, die eine 4 nochmal neu zu würfeln, wenn du magst. Oh Gott. Ich kann es ja versuchen, ich hab's ja. Ja. Naja, nicht mehr so bald, aber ja. Aber Geschichte soll ja. Ja, siehst du, 3 Erfolge, also die kauft dir das komplett ab. Also. Das Schlimme ist, er hat das ja schon erlebt. Er erzählt die Geschichte quasi nochmal neu. Ja. Deswegen wirkt das auch so überzeugend. Mhm. O'Connor, nee, hat hier nie gearbeitet. Macht Ronan danach, also nachdem du der Frau irgendwie noch das verklickert hast, noch irgendwas mit den Informationen, dass da irgendwie ein Vampir durch die Stadt läuft, der... Ronan zückt mal wieder sein schwarzes Büchlein. Mhm. Und dann geht er mal auf die Suche nach diesem Armleuchter. Mhm. Also er wird rumfragen, ob jemand diese auffälligen Dinger erkennt. Ja. Streetwise und... Resolve, würde ich mal sagen. Das kann ich.
2 Erfolge. Ja. Willpower weil nicht, Willpower? Langsam. Also einen könnte ich, glaube ich, noch bei Willpower, aber dann ist Feierabend. Mhm. Das gab einen Würfel, ne? Du kannst 3 Würfel wiederholen. Okay. Du kannst natürlich auch nochmal das Blut rausen, das geht natürlich auch. Ne? Guck mal, nochmal 3 extra Erfolge, dann hast du 5 Erfolge, dann kriegst du es. Ja, also. Ja, wo fragst du denn da genau nach? Ja, da das ja feinere Gesellschaft ist von der Kleidung her, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sich irgendein 0815-Gänger in den schicken Anzug wirft und auch mega auffällige Manschettenknöpfe und sowas verwendet. Mhm. Das ist einfach unlogisch. Also würde ich schon in höherer Gesellschaft suchen. Mhm. Und da vermutlich dann mal... Also Ronan weiß, dass die Vampire in der Stadt relativ übersichtlich sind. Ja, ja. Das ist auch sein erster Anhaltspunkt. Also dass er halt beiläufig mal auf einem Treffen oder so halt rumfragt. Ja. Treffen sind in letzter Zeit rar gesät, da seit Prinz Iddo verschwunden ist. Ach ja, da war was. Und ja, der Wahlkampf jetzt richtig losgeht. Gerade in dem Wahlkampf wirren. Genau. Ja. Wird er da mal nachfragen. Kannst natürlich deine Clans-Schwester fragen, die ja irgendwie als Seneschall jetzt die Geschäfte führt. Mhm. Ob es da irgendwelche Verbindungen gibt. Ja, also hat das mit der Wahl passt ja, weil höhere Gesellschaft gibt es normalerweise nicht so viele Clans, die sich dafür interessieren. Mhm. Also er schränkt das eigentlich auf Toreador, Tremere und Ventru ein. Mhm. Ja, dann wirst du herausbekommen, dass seit gar nicht so langer Zeit, also seit ein paar Tagen, 2 neue Toreador und 2 neue Ventru in der Stadt sind. Ach, guck mal da. Kaum hat einer geschissen, kommen die Schmalzfliegen. Und davon sind sogar 3 Männer, also auf die das potenziell auch zutreffen könnte. Yippie! Okay, wo kann ich die denn finden? Ich denke, die sind in dem Motel abgestiegen. Na, dann sage ich doch mal Hallo! Man möchte ja seine... Wieso fragt ihr danach? Ich weiß einfach gern, wer hier verkehrt. Ist eine alte Gewohnheit, der klopft mal auf seine Polizeimarke. Kein anderer Beweggrund. Er macht so eine eiskalte Notiz. Halt dich aus allem raus, halt dich aus allem raus. Klappt dir hervorragend. Schaut dich so innig an, also. Er lächelt. Ronan, wir verstehen uns ja, dass du als Neuling hier in der Stadt, ohne dass du jeweils verdient hast. Was hast du für Informationen? Du fragst nicht umsonst nach unserer Art. Ach, mir sind nur ein paar Gerüchte zu Ohren gekommen und ich bin halt jemand, der Gerüchten immer nachgeht. So eine Person bin ich auch. So Bürgermeisterwahl und so und ich weiß einfach gern, ob irgendwo potenzielle Ärgernisse in der Stadt sind. Ich weiß, ich bin selber eins, aber ob andere potenzielle Ärgernisse in der Stadt sind. Es gibt Gerüchte, dass neue Brucher in der Stadt sind. Also einen Brucher kenne ich. Der hängt mit diesen neuen so rum. Aber ein anderer. Mhm. Und angeblich ist Anna wieder da. Das ist gut. Ja. Na, das wird ja eine lustige Fragerunde, glaube ich. Der Brucher ist allerdings etwas, naja, schlüpfrig. Ein schlüpfriger Brucher.
Naja, ich konnte ihn bis jetzt nicht habhaft werden. Ah. Und anscheinend macht er ein bisschen Stunk. Jetzt bin ich überrascht. Aber genau das meine ich. Sorry, dafür bin ich halt da. Ich hab auch viel lieber dich als Schnüffler als Joe. Da ich dir ja von den Neulingen erzählt habe, bist du bestimmt interessiert daran, diese Neulinge mal unter die Lupe zu nehmen und mir zu berichten, ob man ihnen trauen kann oder nicht. So, dieses so innerlich unterdrückte einen richtig schönen Würgereiz. Nach außen knackt er, sagen wir, mit dem Nacken, setzt er ein freundliches Haifischlächeln auf. Ronan, für meine Clanschwester tue ich doch alles. Wir sind die einzigen Tremere in der Stadt. Na gut, außer Pranava. Aber der geht wieder. Und naja, ich bin nicht sonderlich erpicht darauf, große Posten zu bekommen. Jetzt zieht bei der Braun hoch. Ich bleib lieber in der zweiten Reihe. Keine Zielscheibe. Hm. Wir verstehen uns. Ja, blendend. Lächelt die ganze Zeit. Und wenn mir jemand ans Bein pinkeln will von denen da? Dann werde ich dir das natürlich sagen. Haus und Clan. Mhm. Auf die guten alten Zeiten. Auf die Pyramide und so. Gibt's ja nicht mehr. Leider. Gute Dinge soll man in Erinnerung bewahren. Und wieder aufbauen. Oh ja. Also halt mich auf dem Laufenden. Ich vertraue Joe nicht ganz. Und ich denke, dir kann ich... Er lächelt wieder. Als Neuling in der Stadt, der sicher noch das ein oder andere, der von der Camarilla möchte, doch einiges anvertrauen und einige Aufgaben noch zukommen lassen. Eine Hand wäscht die andere, das war schon immer so und das bleibt auch so. Ja, das ist richtig. Inkognito natürlich. Ja, natürlich. Ich bin Ira. Ich weiß, was es heißt, unauffällig zu sein. Dachte ich mir. Kratz dich mal an so einer Tätowierung. Ich kümmere mich drum. Gut, ich muss zu der Wahlveranstaltung. Viel Spaß oder Beileid? Es läuft eigentlich ganz gut, seit ich die Neulinge auf den anderen Kandidaten angesetzt habe. Zumindest das versuchen sie zu erledigen. Also sind sie folgsam? Es scheint so. Allerdings schadet eine Durchleuchtung durch Fachpersonal nie. Ja. Und wenn es geht, am Sheriff vorbei, wenn wir uns verstehen. Natürlich. Der Sheriff, den möchte ja niemand auf den Plan rufen. Oder die Harpinge. Ellen hat kein großes Interesse an Politik. Nur an Feiern. Ich fall vom Glauben ab. Vielleicht ist diese Stadt doch ganz lustig. Ist wenn nicht so ist, wie es scheint. Ist der Zufluchtsort der beste Zufluchtsort für unsere Art. Und ich möchte, dass das so bleibt. Klar. Wir verstehen uns. Blendend. Er drückt sich die Kippe in den Mund. Ich erwarte Bericht. Natürlich. Dann gehe ich jetzt mal die Partyhühner angucken. Ja. Ronan verlässt die Kirche, wo Veronica immer ist. Und Samantha kommt mit Andrew draußen an und
erkennt das Ersatzrad tatsächlich im Auto, wenn ihr danach guckt. Ja, dann kriegen wir vielleicht das Buch da irgendwie drunter. Mhm. Also liegt es im Kofferraum? Ja, oder? Ja. Manche haben es ja auch unten drunter. Dann können wir das da vielleicht ja drunter verstecken. Das geht. Meinst du kannst dir den Platz merken, Andrew? Hm. Nächstes Problem. Kannst du dir merken, dass du Notizen gemacht hast? Ich weiß nicht, was ich mir merken kann und was nicht. Ich weiß nicht, was alles gelöscht wird und was nicht. John macht das jeden Abend? Wenn es nötig ist, ja. Okay, dann versuch dir es einfach mal zu merken, dass du dir Notizen irgendwo versteckt hast und dann können wir das ja prüfen, ob du dich noch erinnern kannst oder nicht. Gut. Machen wir ist sonst noch was? Ja, wir wollten gucken, ob das Auto von diesem Typen noch hier steht. Mhm, das steht noch da. Da würde ich da mal vorsichtig hingehen. Der Typ ist nirgendwo zu sehen, oder? Nein. Kannst ja mal Wits und Awareness machen. Vier Erfolge. Vier Erfolge. Ja. Nichts zu sehen. Das Einzige, was man sieht, sind einige Vögel, die oben auf dem Dach sitzen. Mhm. Ist das Auto abgeschlossen? Ich würde mal vorsichtig probieren. Ich weiß gar nicht, ob Amanda das nicht offen gelassen hatte, als sie es geöffnet hatte. Ich glaube schon. Dann wäre es noch offen. Dann, Andrew, passt du mal kurz auf. Sicher. Dann würde ich nämlich gucken, ob ich in dem Auto noch irgendwas finde. Wunderschöne Felgen. Du sollst dich umschauen, ob jemand kommt. Nicht das Auto bewundern. Hm, okay. Keiner da. Gibt es noch irgendwelche persönlichen Gegenstände in dem Auto? Im Handschuhfach? Findest einige Burgerrechnungen von der Burgerkette und so Burger-Einpackpapier, Packungen irgendwie auf dem Beifahrer, also unter dem Beifahrersitz, aber vielleicht so ein paar Einwegflaschen, ein paar Dosen, aber sonst also eher so ein bisschen, dass jemand im Auto gegessen und getrunken hat. Mhm. Ansonsten ist da nichts. Den Fotoapparat hatte Amanda ja schon mitgenommen. Was meinst du, Andrew? Wird er böse, wenn er kein Auto mehr hat? Hm. Wahrscheinlich. Also ich würde böse werden. Ich mag Autos. Sollen wir dafür sorgen, dass sein Auto nirgendwo mehr hinfährt so schnell? Oder sollen wir es lieber ganz kaputt machen? Da er uns ja ins Leder will und uns angegriffen hat, wie wäre es, wenn wir die Bremsen manipulieren oder so? Und wenn er dann wieder wegfahren möchte, einen Unfall hat. Wie man das richtig macht? Naja, Bremsschläuche kriege ich schon hin. Okay, dann mache ich mal die Motorhaube auf. Ja. Und gebe ihm dann das Skalpell von Angela. Da wird dann ein bisschen dran rumfuchteln und wird da was kaputt machen. So lange halte ich Wache. Mhm. Ja. Okay. Krieg ich dir hin. Und dann will ich dann auf dem Rückweg noch kurz das Internet nutzen, um zu gucken, ob ich über den Typen irgendwas finde. Mhm. Ja, mach mal Intelligence. Facebook oder ähnliches und so. Intelligence Investigation. Mhm.
Paradedisziplin, würde ich sagen. Ja, ich wollte eigentlich 3 Erfolge haben. Win at Cost könnte ich dir anbieten. Ja, komm. Warum nicht? Okay. Dann findest du tatsächlich eine Telefonnummer von ihm. Mhm. Die würde ich mir mal abschreiben. Und eine Adresse. Allerdings ja nicht hier in der Stadt ohne Namen. Sondern und Instagram. Facebook, Instagram, sonstiges. Er hat den Facebook-Account auf privat gestellt. Instagram hat er nicht. Aber du findest eine E-Mail-Adresse noch. Gut, das schreibe ich mal alles auf. Mhm. Der arbeitet anscheinend, das findest du auch noch raus, bei einer Gebäudereinigungsfirma. Mhm. Tja, so richtig viel konnte ich über den Typen leider nicht rausfinden, Andrew. Ich weiß jetzt nicht, wie uns die Telefonnummer, Adresse, E-Mail, aber nichts von hier, nur aus Sacramento. Nicht mit unseren Mitteln. Mit der Telefonnummer könnte man ihn vielleicht irgendwie finden, wenn man das Equipment dafür hätte. Ja, gut, aber ich guck mal, ist es Festnetz oder Mobilfunk? Mobilfunk. Wir könnten ihn alle 10 Minuten anrufen, dann hören wir wenigstens am Klingeln, wo er ist. Ja, es sei denn, er schlägt das sein Telefon auf dieses lautlose Modus oder so. Na gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir jemanden finden, der mit den Infos irgendwas für uns rausfinden kann. Mhm. Komm, ich meine, es war doch dein Club. Kennst du ihn nicht? Gesehen. Nie näher beachtet. Als du mich verfolgt hast, ist er dir nicht aufgefallen. Nein. Hm. Aber ich hatte auch nur Augen für dich. Meinst du nicht, dass dir Konkurrenz aufgefallen wäre? Ja. Lass uns noch ein bisschen hier rumlaufen. Ich habe noch keine Lust, wieder zurückzugehen. Ja. John stellt mir zu viele Fragen. Ja. Wir machen noch eine kurze Szene noch mit Angela drin, falls sie noch irgendwas besprechen möchte mit John. Möchte ich noch irgendwas mit John besprechen? Nee, eigentlich quäle ich ihn einfach nur zu Ende. Man hört mich auch die ganze Zeit so, interessant, also diese Arterie, Durchschlag, ich inspiziere das alles sehr, sehr medizinisch und die dritte, vierte Rippe und das wird wahrscheinlich für John nicht besonders lustig sein. Mhm. Was hältst du von Samantha und Andrew? Naja, es gab ja offensichtlich Probleme zwischen den beiden. Und ich meine, im Endeffekt weiß ich ja... Nur Ärger, die Frau. Ich meine, ich weiß ja immer noch nicht so ganz hundertprozentig, was da alles passiert ist. Er hat seinen Kopf verloren, das ist passiert. Aber ich sehe halt auch nicht, wie das ihre Schuld ist. Er ist ein Toreador. Er jagt dem nach, was ästhetisch ist. Ja, aber das ist halt wieder nicht ihre Schuld. Oder möchtest du Leuten etwa, ich weiß nicht, anmarkern, dass die gut aussehen? Nein, das ist garantiert nicht ihre Schuld. Und dass sie jetzt zu eurem Klingel gehört, ist auch nicht ihre Schuld. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn es nach ihr gegangen wäre. Genau. Dementsprechend bin ich der Meinung, dass du eigentlich nicht sie so
negativ betrachten solltest. Du kriegst ein fieses Grinsen zurück. Richtig, du hast völlig die Sache durchschaut. Okay, es kommt mir tatsächlich nicht so vor, wenn ich höre, wie du über sie redest und mit ihr redest. Sagen wir so, sie ist mir nicht sonderlich sympathisch, generell, aber es geht mir vielmehr um Andrew. Ich habe irgendwie das... Scheint eine ganze Menge durchgemacht zu haben. Ja, hat er. Und irgendwie habe ich das Gefühl, er entgleitet mir meinen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn noch auf einem Level halten kann, wo man ihm vertrauen kann. Weißt du, verstehst, was ich meine. Aber was denkst du, was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Ich weiß nicht. Tickt aus wie letzt auch schon mal. Macht irgendeinen Unsinn. Verrät uns. Und das liegt daran, dass er die Stadt hätte Samantha beinahe an die zweite Inquisition ausgeliefert. Okay. Also wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten wir sie alleine gelassen. Dann hätten sie verhört, eingenommen, hätten über uns alles rausgefunden, in die Verbindung rausgekriegt, hätten uns wahrscheinlich kaputt gemacht. Ich habe ihn da reden müssen. Warum hätte er das getan? Weil irgendwas, was mit seiner Vergangenheit zu tun hatte? Weil du meintest, dass du Angst hast, dass er dir weiterhin entgleitet. Er sieht in Samantha seine große Liebe von früher. Er ist besessen von dieser okkulten Vorstellung, dass man die Seele eines Verstorbenen dass sie wiedergeboren wird. Ich halte das immer noch für Unsinn, aber ich habe seine ganze Forschungsreisen und alles mitgemacht. Und er hatte fast aufgegeben. Und dann hat er Samantha getroffen. Ich muss zugeben, sie sieht wirklich Katharina wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Könnte es auch einfach Zufall mit einem, also dass es irgendwie ein Nachfahre gewesen wäre von dieser Katharina? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Ist halt als Außenstehender echt schwierig zu beurteilen. Ich meine, habe ich ja vorhin auch gesagt, ich fand es halt ganz gut, dass die ja scheinbar sich auch haben aussprechen können. Aber ich weiß nicht, inwiefern sie das erschwert, was ich hier versuche, ihn bei Laune zu halten. Ich fürchte, auf kurz oder lang können wir uns nur einen von den beiden leisten. Als Klüngel. Beide zusammen bedeutet Ärger. Also glaubst du gar nicht, dass sie hilft? Irgendwie, weil wenn er doch so lange nach ihr gesucht hat. Er ist besessen von ihr. Und jetzt ist sie ja noch sein Kind. Das heißt, das Blutsband wird sein Übriges tun. Selbst wenn er sich nicht an sie erinnern kann. Gerade du müsstest ja wissen, welche Dinge man aus seinem Sire verbindet. Leider. Und gerade deshalb ist die beiden zu trennen ja eigentlich auch keine gute Idee. Oder endgültig zu trennen. Ich werde nicht mit jemandem zusammen planen, einen zu töten. Wenn du das meinst. Verständlich. Vor allen Dingen nicht, wenn ich gerade erst Mitglied dieses Klüngels geworden bin. Bist du überhaupt total bescheuert? Au! Wie war das mit dem? Wir halten alle zusammen, wir passen aufeinander auf?
Richtig. Ist das alles nur irgendwie dummes Geschwätz? Meinst du, was ich hier gerade versuche? Ich versuche, auf den Klüngel aufzupassen. Aber das machst du doch nicht, indem du jemanden dabei tötest. In letzter Konsequenz. Ich weiß zu wenig. Ich weiß zu wenig über diese ganze Sache. Ich weiß zu wenig über diesen komischen okkulten Quatsch. Ich weiß nicht, ob irgendwas an Reinkarnation oder was auch immer wirklich ist. Das ist alles Unsinn. Okkult. Voodoo. Bis vor kurzem hätte ich gedacht, dass Vampire auch Unsinn sind. Und jetzt muss ich Leute aussaugen, um weiter zu überleben. Jetzt kann ich nicht an die Sonne rausgehen oder dabei zu sterben. Das war für mich auch mal okkulter Unsinn. Ich habe keine Ahnung, was es noch mehr gibt. Wenn es diese Art von komischer, seltsamer Magie oder was weiß ich was gibt, woher will ich denn wissen, ob es nicht auch ganz viel anderes gibt? Vielleicht gibt es auch Geister, vielleicht gibt es irgendwo Feenwesen. Gut, du bist raus. Ich lasse dich raus aus der Sache. Es tut mir leid, dass ich dir dabei nicht helfen kann, aber wie gesagt, ich weiß einfach zu wenig davon. Ich weiß einfach zu wenig davon und ich bin mir sicher, dass es einen anderen Weg gibt. Du hast irgendwie schwere Schritte hinter dir. Also der Dicke ist gerade so zwei Schritte auf euch zugekommen. Wenn du dich umdrehst, kannst du irgendwie in dieses Maskengesicht schauen, das irgendwie gerade auf euch schaut. Keine Gesichtsregung erkennbar. John schaut so an dir vorbei auf den Dicken. Das bleibt unter uns. Angela, oder? Ich weiß, dass du es nur gut meinst. Und ich hoffe einfach, dass du das wirklich als allerletzten Ausweg. Das war nicht meine Frage. Ich werde darüber nicht reden. Aber wie gesagt, ich werde dabei auch nicht helfen. Geht wieder ein schwerer Schritt. John schüttelt so mit dem Kopf. Ich vertraue dir, Angela. Was mal eigentlich? Ich habe das Gefühl, dass mittlerweile einfach nur jeder jedem irgendwie im Nacken sitzt und mit einem Messer wartet auf den richtigen Zeitpunkt, um zuzustechen. Nicht jeder jedem. Aber wir müssen dafür sorgen, dass dieser Klüngel funktioniert. Wenn er nicht funktioniert, sind alle in Gefahr. Ich kann verstehen, wenn du als neues Mitglied dich nicht beteiligen möchtest, ob wenn ich mir etwas anderes eröffne. Vielleicht eine neue Sicht auf die Dinge. Vielleicht mir eindeutig zeigst, dass ich falsch liege, aber auch das hast du ja nicht getan. Wie lange bin ich jetzt Mitglied in dem Klüngel? Einen Tag? Zwei Tage? Wie soll ich denn bitteschön bisher irgendetwas über... Ich hab die ganze Sache... Seit wie vielen Stunden weiß ich überhaupt erst davon? Ich habe gerade gesehen, dass die rausgegangen sind und glücklich aussahen. Zumindest glücklicher als die gesamte Zeit davor, die ich euch gesehen habe. Das ist für mich erstmal eine gute Sache. Gut. Ich kann gerne gucken, ob ich irgendwie helfen kann. Ja, aber wie gesagt, ich kenne mich mit diesem Okkultismus noch wahrscheinlich um einiges weniger aus als der Rest hier. Ich glaube, vielleicht kannst du wirklich helfen. Und wie? Weißt du, Samantha ist auch nicht sonderlich lange in diesem Klüngel. Andrew vertraue ich. Dem Dicken vertraue ich. Und dir vertraue ich auch aus Gründen.
Aber Samantha kann ich nicht wirklich vertrauen. Ich mag sie einfach nicht besonders. Vielleicht freundest du dich mit ihr an und kannst mir so Gründe liefern, warum ich sie doch mögen sollte. Wenn ich in der Hinsicht helfen kann, werde ich das gerne tun. Ein bisschen ein eine Connection aufbauen. Ich glaube, das würde dem Klüngel gut tun. Und wenn sie irgendeinen Einfluss auf Andrew ausübt, einen schlechten, dann wirst du es als erstes erfahren, als ihre Freundin. Und dann weiß der Klüngel es. Und dann wissen wir, dass sie eine verlogene, hinterhältige, ich sag das Wort nicht, ist. Wenn das überhaupt ihre Absicht war. Naja, sie ist in den Klüngel eingebrochen. Aber gut, das hatten wir schon. Ich überreagiere. Wie gesagt, für mich ist sie eins der größten Opfer von der ganzen Sache. Huhuhuhu. Wir sind alle Opfer in dieser Welt. Ich glaube, du bist Opfer. Ich bin Opfer. Der Dicke ist Opfer. Andrew ist ein Opfer und Samantha. Ja, Samantha ist auch ein Opfer. Aber nenn mir einen einzigen von uns, der keins ist. Na. Bruce. Dazu weiß ich halt wieder zu wenig von den anderen. Aber ja, du hast recht, du hast recht. Nur ich habe das Gefühl, dass du das vielleicht manchmal nicht so im Blick hast. Deswegen schätze ich deine Anwesenheit hier so. Danke. Gut. Wir sind auch fertig, ja. Du kannst dich wieder anziehen. Ja, fühlt sich gut an. Saubere Arbeit. Dafür habe ich lange gelernt. Ja, okay. Der Dicke dreht sich um, verlässt das Apartment. Tür geht hinter ihm zu. Kurze Zeit später kommen Samantha und Andrew wieder ins Apartment zurück. Machen gute Miene zum bösen Spiel vielleicht. Oder erzählt ihr noch irgendwie, was ihr gemacht habt. Ich fange tatsächlich auch an, Samantha so ein bisschen voll zu labern, weil ich weiß ja, dass sie ja auch zumindest so ein bisschen Ahnung jetzt von Medizin und sowas hat. Und diese ganzen, und diese Fraktur dort und diese zerrissene Arterie und diese Schädigung an diesem Organ und überhaupt, das ist total faszinierend. Und es tut mir auch sehr leid, wenn Samantha das total unspannend findet und sie das gar nicht interessiert, weil sie eigentlich lieber hätte, dass John dabei gestorben wäre, aber... Ich finde es schon spannend, nur ich glaube irgendwie, dass so eine medizinische Abhandlung über ihre sich so sonderlich gut verkauft. Ja. Meinst du, wir können da beim nächsten Mal dann irgendwie besser handeln durch das, was du jetzt gelernt hast quasi? Möglicherweise. Ich muss mir noch mal ein bisschen Gedanken drüber machen, weil da habe ich so gar nicht, während ich das gemacht habe, drüber nachgedacht. Aber vielleicht kann ich da wirklich was tun. Ha. Schlaues Mädchen. Ja, gut. Mit dem Blick auf die Uhr verlassen wir diese Szenerie mit einer letzten Szene, die draußen passiert. Die Vögel auf dem Dach erheben sich, flattern einmal umher und landen auf dem Dach eines kleinen Wagens vor dem Apartmentkomplex des Motels. Ein großer, breitschultriger Mann steht dort mit einer Maske im Gesicht, schaut auf die Vögel. Schaut wieder weg von den Vögeln. Gibt zu eurem Wagen, zum Klüngelwagen, hebt den Kofferraum.
und schaut ein bisschen am Ersatzwagen, am Ersatzrad herum, schließt den Kofferraum wieder. Dreht sich rum, steckt irgendetwas unter seinen Mantel und geht hoch zurück ins Motelzimmer. Gut, und das ist es für heute. Ein kleines Déjà-vu, können wir die Folge nennen oder so. Ein kleiner Rückblick. Ja, wir haben Ronan kennengelernt, der sich ein bisschen mit den Machenschaften unserer Vampire befassen muss. Jetzt mal schauen, inwiefern er da noch involviert wird. Und ja, wissen etwas mehr über Bruces Beziehung zum Prepper. Und ja, also dafür, dass das heute jetzt so komplett irgendwie aus dem Arm geschüttelt war, fand ich das jetzt doch ganz nett. So. Und für Bruce hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Wurde ja, der hat so viel ordentlich beschenkt, ja. Du bist jetzt unter Waffen. Ja. Ja, der Chat sagt auch, wow, dankeschön, ja. Ja, schönes Gespräch so zwischen allen. Neue Plotknoten und so. Ja. Mehr oder weniger, also verdickende Plotknoten. Ja, ja, deswegen Knoten. Ja. Mehrere Stränge auch mal zusammen und so. Ja, also wie gesagt, war alles nicht geplant. Wir wollten eigentlich mit Araigo mal heute die Party spielen, aber ja. Ich finde, Ronan macht eine ganz gute Ergänzung hier und macht nochmal ein anderes Fass auf in dieser Stadt. Und ja, irgendwann, es musste irgendwann so kommen, dass die Aktion von Aisea dann doch irgendwo mal noch ein Backfire hat. Und ich finde, das ist jetzt hier, glaube ich, ganz gut gelöst, so in dieser Art. Zum Glück geht sie über Ronans Schreibtisch. Zum Glück, ja. Ja. Theoretisch. Kommt drauf an, was man als Glück bezeichnet. Es ist die Frage, ob wir dich zu unserer Anti-Kamarilla rekrutieren können oder ob du tatsächlich der Spion. Was heißt denn unsere Anti-Kamarilla hier? Ich glaube, das ist noch nicht gegessen. Ja, also dass du als Brewer gegen die Kamarilla bist, ist okay. Ja. Wir haben doch schon gesagt, wir möchten uns von der Kamarilla, so wie sie in dieser Stadt ist, klar distanzieren. Ja. Genau, deswegen sind wir die Antikamarilla. Wenn ein Ire jemand sehen will, der größer ist als er selber, dann kann er nur zu Gott blicken. Ja. Aha. Ja. Dann wird er, aber ich bin mir sicher, dass das so ein Ire auch nicht so sonderlich viel davon hält, wenn man seine Leute verkauft. Das ist eine Geschichte für sich. Ja. hat jemand die Möglichkeit noch raus, mal kurz zu gucken, wer noch alles im Chat rumhängt, so jetzt am Ende? Ja. Ich kann das mit meinen Augen, ist das ein bisschen, mit den Kontaktlinsen immer ein bisschen schwierig. Kann ich machen, okay, wir gehen mal uns über. Ich bin über. So blind, Leute, ich bin so blind. Wir haben hier den, eine wunderschöne Hexadezimalzahl 0x2f7c37. Another TTV Viewer, Apricot Droop Feud, Commander Root, Dollar Power. Kenne ich noch nicht, glaube ich. Dollar Power? Doch, der war schon mal öfters hier. Der sagt doch gerade vielen Dank, schönen Restsonntag. Ah, okay, Power. Alles klar. D-Rex, Electrical Longboard, Feuerwehr, Kaiser Carter, Knuddeltrauma, Lurx, Mondschatten, Most 97, die Polizei, Red Pack 220. S1 Farka, Z-Farka, weiß ich nicht, wie es ausgesprochen wird. Saiki TV, Zero und Joe2Go waren dabei, sind noch dabei. Steelhammer 79 und Jairobi 82. Ja, vielen Dank an die vielen Leute, die zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann wartet einen Tag, bis das ganze Ding hier auf YouTube hochgeladen ist und macht da nochmal so einen Push auf den Daumen hoch. Das wäre cool. Und hinterlasst noch einen Comment. Das wäre nochmal mega. Also zuerst Comment, dann Push auf den, weil der Comment ist eigentlich cooler. Eigentlich egal, wiederum beides gut. Der Comment ist wichtiger. Okay. Ja. Und ja, falls ihr auch ein bisschen Pen and Paper im Fieber seid und noch mehr Runden schauen wollt oder vielleicht selbst mal spielen wollt, dann schaut mal auf den Nordpol. Da oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch.
Ja, da findet ihr andere Pen-and-Paper-Runden, nicht nur Vampire the Masquerade, sondern auch andere Systeme, die gängigen und die nicht gängigen. Und falls ihr mal selber spielen wollt, findet man da relativ günstig auch eine Rolle in der einen oder anderen Gruppe. Und wenn das euer Lieblingssystem dort nicht gespielt werden sollte, dann bietet es an und dann findet ihr bestimmt auch Spieler, die da mitmachen. Ja, ansonsten, wann gibt's euch das nächste Mal zu sehen? Lilio, wann bist du das nächste Mal irgendwo on air zu sehen? Es dauert jetzt tatsächlich 1,5 Wochen wieder. Erst nächsten Mittwoch wieder bei Claudine mit Dungeons and Dragons. 5. Edition Storm King's Thunder und dann halt in 2 Wochen offensichtlich auch wieder Vampire. Gut. Also falls ihr Lidio in Aktion sehen wollt, dann müsst ihr bei Claudine spielt nochmal schauen. Findet ihr garantiert auch die Runde auf dem Nordpol, da könnt ihr nochmal nachgucken. Falls ihr nicht genau wisst, wer Claudine spielt ist, suchen, findet man relativ einfach. Sehr, sehr coole Runden bei ihr und D&D-lastig in letzter Zeit und im D&D-Fieber kann man sie, glaube ich, bezeichnen gerade. Ein wenig, ja. Und ja, Kakko, wann sieht man dich das nächste Mal irgendwo? Ich glaube, das ist bei mir auch noch einiges hin. Das ist, glaube ich, der 17. Mai. Da auf dem Kanal von Mischka RPG und Phantom Plays haben wir unseren 2-Jahres-Fire-Stream von unserer Schattenjäger-Runde. 2 Jahre. Wo wir mittlerweile auf Wanderershafen angekommen sind. Und da ist halt, glaube ich, am 10. Mai ist unser 2-Jähriges. Dachten wir uns, komm, den nächsten Termin machen wir so ein bisschen. Feiert ihr mal ein bisschen. Ja, da feiern wir auch nicht. Wenn ihr mitfeiern wollt, dann schaut bei Mischka RPG oder bei Quantum Plays auf die Kanäle. Da findet ihr dann den Kakko und dann könnt ihr ihn feiern, mit ihm feiern und ein bisschen Warhammer 40k-Stimmung erhaschen. Ja. Auch eine sehr coole Runde, wenn man Warhammer 40k-Fan ist. Also unbedingt angucken. Rerion, wann geht's bei dir? Irgendwas Neues, Tolles? Morgen geht, wenn alles klappt, der One-Shot auf den Waldinseln weiter bei Mischka. Mhm. Ein DSA 5 Abenteuer. Da spielst du ein Moha, nicht wahr? Genau. Ja. Einen Uthulu, also einen Moha-Waldmenschen, der viel mehr kann, als er zu sein vorgibt. Und wenn die Technik diesmal mitmacht, startet meine Runde jetzt am 13. Ja, also ihr als Vampire the Masquerade-Fans Ohren auf, denn der Rerion startet auf seinem eigenen Kanal eine Runde Vampire the Masquerade Dark Ages und spielt die transsilvanischen Chroniken dort. Genau. Und da könnt ihr jetzt schon auf seinen 20 mit ein paar Hausregeln. Ja, da könnt ihr jetzt schon Prelude Brocken sehen. Aber auch ein schickes Intro. Aber auch diese Runde hat seinen eigenen Araiguma, der keinen Plot liefert. Das Wettrennen gilt noch. Hashtag Araiguma, mach mal schneller. Ja. Also, ja, genau. Gut. Also findet man auch alles auf dem Nordpol, wenn ihr die Kanäle sucht. Ja, und Feramin? Wann findet man dich das nächste Mal irgendwo? Wenn alles klappt, dann nächsten Samstag mit dem Prelude bei Mischka. Einem geheimnisvollen Prelude. DSA. DSA. Feramin geht fremd. Macht nur noch hier DSA jetzt. Nicht nur. Okay, ja, DSA gibt es beim Mischka dann mit Feramin wahrscheinlich nächste Woche zu sehen. Ja, auch das findet ihr auf dem Nordpol. Haltet die Augen offen oder folgt einfach dem Nordpol auf Twitter. Da kommt jeden Tag auch eine Nachricht, was es so für Runden gibt. Und ja, danke an den Rerion, dass du so schnell eingesprungen bist. Danke an euch da im Chat, die ihr Opfer an den Maschinengott gebracht habt, dass mein Computer wieder geht. danke fürs Mitspielen, ihr tollen Menschen. Danke fürs Leiten. Macht mir sehr viel Spaß mit euch. Und, ich liebe den Prepper. Ja. Und Araiguma, falls du das irgendwann sehen solltest, wir vermissen dich ganz doll. Ja. Ja. Ja.
Aber der hatte heute ganz wichtige Sachen zu tun. Das ist alles gedingst. Und Alcea und Ronan müssen sich mal unterhalten. Ja. One-Shot incoming. Ich wäre der Meinung, der Prepper könnte auch irgendwie noch eine Sonderfolge bekommen. So, der Prepper empfiehlt, um ihr Heim sicher zu machen. Ja. Ja, wir sind auch immer offen, wenn ihr Fanfiction schreiben wollt über den Prepper. Also ich nehme das sofort. Oh oh. Ja, also gut. Dann entlasse ich euch jetzt um 11 Uhr nachts dann doch in die Nacht. Den Segen der Nacht wünschen wir euch und danke nochmal für alles und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.